Grüß miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist der Matthias Ackeret. Er ist Journalist, er ist Verleger und Chefredakteur vom Branchenmagazin Persönlich. Er ist Moderator von der wöchentlichen Fernsehsendung Teleblocher. Du bist der Buchautor vom Blocher-Prinzip und du bist Romanschriftsteller. Du hast bereits 6 Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, Matthias. Danke vielmals für die Einladung. Also große Ehre für mich, dass ich dich wieder mal sehe. Ja? Genau, wir haben Zeiten gehabt, wo wir miteinander gearbeitet haben. Zusammen bei Tele Zürich ist das gewesen. Und du hast sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe sie jetzt auch aufgezählt. Ich habe nach einem anderen Weg eingeschlagen. Vor all den Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Was bist du am meisten? Ja, am meisten bin ich alle Verleger. Also persönlich, das ist mein Brotjob. Und da bin ich natürlich mit Leib und Seele dabei, sagt man so schön. Ich habe das auch gekauft vor 6 Jahren. Ich bin also der Eigentümer. Eine mit Minderheit. Eigenem Geld? Ja, mit eigenem Geld. Also bin mit 800'000 Franken auf die Bank gegangen und da habe ich erspart und habe das eingezahlt. Du hast hier schon 800'000 Franken eingekauft? Ja, irgendwie, ich bin nie geheiratet gewesen und habe nie uneheliche Kinder und habe nie ein Haus gebaut. Also die berühmte Sache, habe ich einen Baum gepflanzt. Ja. Also von dem her habe ich ein Geld auf der Seite gehabt. Es hat mich finanziell unterstützt. Mein alter Freund Manfred Klemann ist Minderheitsaktionär, sonst hätte ich das Geld nicht kaufen 2014. Aber das war ein wichtiger Schritt in meinem Leben, wo du plötzlich mit 51 Verleger geworden bist, Unternehmer geworden bist. Haben dir alle auf die Schulter geklopft, aber am nächsten Tag ist ins Telefon gekommen. Matthias, wir müssen die Löhne für die 8 Leute noch zahlen. Und da habe ich schon gemerkt, das hat mich schon verändert. Das ist natürlich, da habe ich ganz, ganz grossen Respekt. Wenn du mit 51 800'000 Franken angespart hast, verdient hast und du setzt das quasi alles auf eine Karte. Das will ich noch ein bisschen genauer wissen. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das war ein schwieriges Jahr, 2014. Ich war Chefredakteur von Persönlich und Persönlich kommen. Also Persönlich ist das Magazin da. Das kommt jeden Monat raus. Das wichtigste oder das bekannteste vielleicht Magazin von der Kommunikationsbranche. Persönlich kommen kommt jeden Tag raus. Da ist eigentlich der Nachrichtendienst von der Werbung, von den Medien, vom Marketing. Und ich bin da Chefredakteur gewesen, seit 2002, jetzt in 20 Jahren. Also angestellt? Angestellt, immer gut angestellt. Und ich konnte meine Sachen können machen, ich konnte Teleblocher können machen, ich konnte meine Romane können schreiben, habe Aufträge gehabt, Fernsehsendungen etc., Auftritt und Medientraining und weiss Gott was. Und eigentlich ein gutes Leben gelebt gehabt, so ein bisschen als Halbpromi in Zürich. Und dann plötzlich hat die Publigroup, sie sind die Eigentümer gewesen von Persönlich, ist aufgelöst worden, ist weitergegangen an Swisscom. Und dann ist die Frage im Raum gestanden, willst du da kaufen oder nicht? Also, willst du ein Management-Buyout machen? Das heisst, es war nicht dein Plan, aktiv irgendwann aus der Rolle als Angestellter in die Unternehmerrolle zu gehen, sondern es ist dir angetragen worden. Ja, es ist mir angetragen worden, oder? Und es ist immer, haben die Leute gesagt, du musst das mal übernehmen. Und ich habe gesagt, ich übernehme das irgendwann einmal. Aber das war immer ein Prinzip Hoffnung gewesen, weiter weg. Und dann, 2014 ist das immer näher gekommen, oder? Die Publigruppe ist verkauft worden. Aber ohne, dass man jetzt zu lange ausholt. Ja, ja, weißt, ich wollte auch nicht ins Detail gehen. Das, der Moment, wo man weiss, man setzt sein ganzes Vermögen ein und man zahlt ab dem Moment X Löhne und man weiss nicht, ob das wird erfolgreich sein. Ja, das ist ein wichtiger Moment. Also irgendwann habe ich gesagt, jetzt mache ich das, oder? Und ich habe fast biblisch, ich bin ja nicht gross religiös, habe gesagt, ja, vielleicht ist das Vorbestimmung. Vorbestimmung, du hast jetzt gespart oder du hast keine Familie gehabt mit dem. Du hast ja Geld auf der Seite. Vielleicht ist das Geld für das da, oder? Dass du das Geld dort investierst, oder? Und ich weiss noch, es ist mir nicht gut gegangen in dem 2014. Wieso? Einfach die Entscheidung. Ich habe dann schon gemerkt, es ist einfach eine Last auf dir, oder? Und, du bist ja bis dorthin jemand gewesen, der sich selber gesagt hat, ich bin eigentlich ein Journalist, ein Beobachter. Du hast es geliebt, in verrückte Situationen hineinzugehen. Über das reden wir dann noch. Da gibt es grossartige Anekdoten mit den prominentesten Leuten der Welt. Aber du bist Beobachter gewesen und hast hier noch gesagt, ich bin kein Macher. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Heute bist du ein Macher. Ja, du bist schon ein Macher. Und du merkst es auch. Ich hatte heute eine schwarze Haare, oder? Ich bin heute weiss, ja, oder? Ja. Und, grau. Das ändert dein Leben, oder? Ich habe dann plötzlich auch gemerkt, du hast eine Verantwortung. Du hast auch Verantwortung gegenüber Leuten. Und ich hatte dann auch Nierensteig gehabt. Da weiss ich noch genau, ich bin auf der Autobahn gefahren, Richtung Rapperswil zum Buchhalter und plötzlich hatte ich einen Schmerz im Auto rein. Und da denke ich, was ist da los? Oder Herzinfarkt oder weiss Gott was. Und dann ist da Nierensteig gewesen. Und das ist halt schon die Stresssituation, die dort stattgefunden hat. Aber in dem Moment, wo ich das Geld überwiesen habe, in dem Moment, wo ich am Abend heimgekommen bin, mein Konto war leer gewesen,
in dem Moment habe ich gewusst, das ist der richtige Entscheid gewesen, oder? Und, also, es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung gewesen, ja. Und ich habe gewusst, ich habe so viel Geld investiert, ich habe eine Verantwortung an mir gegenüber, oder? Ich habe das Geld ausgegeben. Und mein Leben wird ein neues sein. Und eben, du hast gesagt, ich bin immer gegangen nach dieser Devise von André Hiller. Der hat also mal gesagt, bei unserem gemeinsamen Chef, beim Roger Schawinski, in einem Doppelpunkt, ich will mich nie langweilen. Und ja. Ich habe mir dort gesagt, vielleicht ist das ein Teil von deinem Leben, dass ich mich auch jetzt nicht langweilen. Vielleicht geht das Abenteuer weiter, einfach in einer anderen Funktion. Und hat es sich gelohnt? Ist es der richtige Entscheid? Ja, ist 100%, 100% der richtige Entscheid. Ja, es ist uns eigentlich immer gut gelaufen. Den ersten Deal habe ich gemacht mit dem Filippo Lombardi, das weiss ich noch, im Restaurant Gotthard in Zürich. Der Filippo ist gekommen und das war ein heiterer Abend. Was heisst der erste Deal? Ja, er war dort der Präsident vom Werberverband, oder? Ja. Von der Kommunikation Schweiz. Und ich habe gefunden, wir müssen jetzt mit denen eine Medienpartnerschaft machen. Und am gleichen Abend, wo eigentlich der Entscheid war, dass ich der Eigentümer werde, habe ich den Filippo getroffen am 9 Uhr am Abend. Und das werde ich nie vergessen. Wir sind da und haben dann irgendwie eine Medienpartnerschaft gemacht. Und da habe ich gespürt, es geht, ich kann das irgendwie. Du hast ja das nicht gelernt. Du hast ja nicht Wirtschaft studiert oder bist vorher unternehmerisch tätig gewesen. Obwohl, ich bin einmal, eine kleine unternehmerische Tätigkeit gehabt. Gut, ich komme aus einer Lehrerfamilie. Wir sind jetzt in einer Unternehmerfamilie. Ich habe nach dem Studium Anzeigen verkauft. Also ein halbes Jahr lang habe ich Anzeigen verkauft. Der Manfred Kleemann, den ich vorhin erwähnt habe, und ich haben in Deutschland so eine Zeitung gemacht, die heisst irgendeine Grenzspiegel oder irgend so etwas, wo deutsche Unternehmer für die Schweiz Werbung gesammelt haben. Oder wir haben da deutsche Unternehmen in Singen, Radolf Zell, haben dann ins Rädli aufgehört, da ist, bei uns ist alles billiger und so. Und das ist verteilt worden in der Schweiz. Und ich habe den Verlag gemacht, Chefredakteur gewesen und Werbeakquise. Und ich bin dann in Deutschland, in Singen, gut die Türklinken putzen. Und dann hast du gemerkt, dass du ein guter Verkäufer bist. Ja, dass ich gewusst, ich bin in einem Bordell in Singen. Singen ist die härteste Stadt. Die härteste, zum Anzeigen. Allgemein. Das ist Bronx, oder? Das ist, das ist wirklich Bronx. Ist dann noch, was? Singen? Oder, Singen. Das, oder das Quartier? Das ist, nein, Singen in Deutschland. Singen im Hegau, ja. Das ist dann auch noch die Zeit von der grossen Krieg in Jugoslawien, oder? Also der ganze Krieg zwischen Serbien und Kroatien hat sich eigentlich auf das Singen fokussiert, oder? Was? Wieso? Ja, die Fremdarbeiter sind dort, die Gastarbeiter sind dort gewesen. Das ist also ein Herzpflaster. Und ich bin dann dort in Nachtclub, relativ, nein, ich bin natürlich viel jünger gewesen, Nachtclub abgeklappert. Gut, das hast du auch noch ein bisschen als ein Abenteuer wahrscheinlich. Ich habe es auch als Abenteuer empfunden, aber ich habe das nicht ausgenutzt. Dann hast du mit den Inhaber von der Bordell gesprochen. Ja, ich habe eine Inhaberin gesehen von einem Bordell und sie hat gesagt, ich habe keine Idee, ich habe zu viel anderes gemacht und zu viel Drogen, haben Sie mir eine Idee? Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, Sie machen bei uns Werbung. Aber sie machen irgendeine Werbung mit einer leicht angekleideten Frau und dann schreiben wo unten ihre Träume, unsere Bühne. Ja. Irgendeinen Nachtclub, soll all allein singen. Und die haben gesagt, super Idee, ich mache Inserat. Und die haben dann 30 Jahre lang noch mit dem Slogan haben die Werbung gemacht. Also das war mein Einstieg gewesen, ein bisschen im Verkauf. Und er hat natürlich auch einen Apotheker gehabt, eine Buchhandlung und so. Und zweimal haben wir das Heft rausgegeben. Aber wie ist das Verhältnis zwischen den anrüchigen Kunden und normalen Kunden? Ja, anrüchige sind vielleicht 5%. Also okay. Schon, aber ich habe dort gelernt, verkaufen. Und ich habe gewusst, bei jedem Medium ist das Wichtigste der Verkauf. Oder? Ja. Das habe ich dann auch beim Roger Schawinski immer beobachtet im Tele Zürich, wo ich gemerkt habe, Journalismus ist schon wichtig, aber du musst sie können finanzieren, oder? Und der Roger selber hat ja auch, ist auch zu Kunden gegangen, hat auch mit Kunden geredet. Und das ist für also läuft ja viel mit Sponsoring. Ja, läuft ja viel mit Sponsoring. Und am Schluss musst du das Produkt können. Du musst ein Produkt können verkaufen. Genau. Und ich meine, mir, das heisst, du bist eigentlich, wenn wir jetzt dann ein Gesetzesvorlage haben über Subventionierung von den Medien. Komm ich keinen Rappen über. Also wir sind einfach zu klein als Verlag. Aber ich meine, es politisch denkt, als Ganzes. Ja, ich finde es heikel. Also ich finde es heikel, wird alle Lehre einlegen, weil es gibt alle bestimmte Regionen, wo das Geld überkommt. Aber ich finde es eine heikle Vorlage. Und ich muss immer sagen, wir als Kleinverlag, als persönlicher Verlag, wir profitieren nichts, oder? Und das ist aber auch eine Herausforderung. Das heisst, vieles läuft dann über Abos und über den Verkauf. Und ich habe für den Verkauf natürlich grosses Verständnis, wie ich selber gemacht habe. Ja. Gut, also das ist dein Hauptfokus. Und ich habe aber aufgezählt, was du sonst alles machst. Teleblocher und vor allem Bücher schreiben. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ja, du schaffst vom
Wie sieht dein Tag aus? Mein Tag geht so. Also seit der Pandemie, früher bin ich viel rennen gegangen. Ich habe dann 4 Marathon gemacht oder ich glaube 5. Ich habe dann plötzlich das Gefühl, ich muss auch noch ein bisschen mit Marathon anfangen. Da, oder Midlife-Crisis, kennst du ja. Mhm. Und jetzt bei der Pandemie habe ich überlegt, ich kann ja nicht in eine Depression fallen. Und habe dann die berühmte Regel mit den 10'000 Schritten gemacht. Jeden Tag sind mittlerweile 14'000 Schritte im Schnitt, die ich gemacht habe. Also ich laufe sicher 1,5 Stunden bis 2 Stunden auch noch jeden Tag. Ja, durch die Stadt. Machst du das morgen oder? Ja, ich laufe von mir zuhause ins Büro, durch die Langstrasse durch. Bei auch noch jeder Strasse, wie früher als VJ in Zürich mal gewesen. Aber okay. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Also die Bewegung, das ist wichtig. Das ist sicher ein Teil. Und das Zweite ist, ja, ich bin relativ viel im Büro. Ich meine, wenn du jeden Monat so eine Zeitschrift rausgibst, dann bist du natürlich am Organisieren, machst Interviews. Aber wann schreibst du deine Bücher? In der Nacht, ja. Ist das so? Ja, das ist wirklich in der Nacht. Was heisst in der Nacht? Ja, ich schlafe schlecht. Also am 4 Uhr morgens bin ich immer wach. Tatsächlich? Aha. Und also alles, der Venzini-Roman, der jetzt gerade rausgekommen ist, ja. Den habe ich in der Nacht geschrieben. Da habe ich mir vorgenommen, habe gesehen, der Venzago, das ist ja eigentlich ein bisschen das Vorbild, der wird 70 im Februar, haben wir im Sommer angefangen und dann plötzlich habe ich mir als Aufgabe gestellt, schaffst es du, einen Roman zu schreiben, in dem halben Jahr, wo du Alberto, das war ja der Grund, an seinem Geburtstag kannst du überreichen. Also hast du Zeitdruck. Ja, Zeitdruck. Ja, Zeitdruck. Ich meine, das ist wie überall. Wenn du zu wenig Geld hast, dann musst du etwas erfinden, dass irgendwie das Ganze funktioniert, oder? Ja, ja. Not macht eigentlich erfinderisch. Aber ich meine jetzt nochmal rein technisch. Also du schaffst irgendwie den Tag durch, fühlst persönlich. Nach dem Abend sieht man dich immer an einer Veranstaltung. Du bist vielfach fast nie am Abend. Und dann kommst du heim. Hast du schon ein bisschen getrunken und dann schaffst du noch irgendwie bis am Morgen am... Nein. Also dann bin ich relativ müde. Oder gehst du relativ früh ins Bett? Ich gehe früh ins Bett. Also gestern am Sonntag bin ich am 8. eingeschlafen, oder? Okay. Das ist eigentlich vielleicht von vielen rumlaufen. Aber oder morgen um 4 kannst du nicht mehr schlafen. Und morgen um 4 kann ich nicht. Und wenn ich eine Aufgabe habe... Dann fängst du an, einen schreiben. Genau. Oder schreibe einen Blog oder eine Kolumne oder weiss Gott, weil ich auch noch... bei Radio 1 Kolumne muss ich die vorbereiten oder bei Schweizer Wochenende Kolumne muss ich die schreiben oder fürs Persönliche irgendetwas. Okay. Also es ist vielmal so, dass ich zwischen 4 und 5 am Morgen im Prinzip meine Sachen mache. Aber das kannst du machen, weil du keine Familie hast. Genau. Ja. Also keine Ehe, kein Kind, gar nichts. Ganz anders als so, wie du aufgewachsen bist. Du bist ja in einer Familie aufgewachsen, in einer ich weiss auch nicht, konventionelle Familie in Uwiesen. Uwiesen am gleichen Dorf, wie der Christoph Bloch aufgewachsen ist. Genau, und der C.G. Jung war auch noch. Der Rolf Ringer hat einmal da gewohnt. Aber der, okay. Ja, das ist ja noch lustig. Der Blocher ist ja gleich ein bisschen, das ist vielleicht auch ein Schicksal. Sein Vater war der Pfarrer, mein Vater war der Lehrer. Oder? Und die haben sich noch kennengelernt. Also der Lehrer, es hat ja mehrere Lehrer wahrscheinlich gehabt. Der hat zwei Lehrer gehabt. Der Dorflehrer in den 50er Jahren. Das ist dein Vater gewesen? Das war mein Vater gewesen. Der war 40 Jahre oder 38 Jahre lang Lehrer gewesen. Okay. Und etwa 4, 5 Geschwister von Christoph Blocher sind noch zu meinem Vater in die Schule. Ja. Und wenn jetzt der Christoph Blocher ein Jahr länger in Uwiesen geblieben wäre, also im Schloss zu laufen, der gehört dazu, Uwiesen, dann wäre er auch noch zu meinem Vater in die Schule gegangen. Okay. Und aus was für einer Familie bist du denn durchgekommen? Also Vater war Lehrer gewesen? Ja, Vater war Lehrer gewesen, eben, er gehört sich gerne zu Dorfschullehrer, also der Sekundarlehrer, Englisch. Ja. Französisch, vor allem Geschichte. Geschichte ist die grosse Leidenschaft von meinem Vater. Deutsch. Und hat das sehr gut gemacht. Also, es hat dann auch eine Zeit gegeben, oder, wo die Eltern dann gesagt haben, ja, sie möchten dann schauen, dass ihre Kinder auch noch zu meinem Vater in die Schule kommt. Oder? Ja. Und bist du mit Geschwistern dann aufgewachsen? Ja, meine Schwester, Regula, ja. Okay. Ja, die ist geheiratet, hat zwei Kinder. Mhm. Also, aber für dich ist das kein irgendwie Ziel gewesen? Nein, Familie, es ist nie... Familie, Frau, ein bürgerliches Leben? Ja, es hat es nie gegeben. Oder? Es okay, nie wieso gegeben. Nicht? Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch wieder ein bisschen davongekämpft von dem, oder? Also, meine Beziehungen sind immer irgendwie 3-4 Jahre gegangen. Und ich komme aber mit allen meinen Ex-Freundinnen immer gut aus. Aber es hat es irgendwie nie gegeben. Also, ich habe eigentlich immer das Berufliche im Vordergrund gestellt. Das hat mich eigentlich irgendwie, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, in dem Sinne Familie zu haben. Aber das schließt das nicht aus. Also, ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die das Modell gewählt haben. Also, das ist irgendeine Opposition oder Anarchie oder irgendwas. Das heisst, der Weg von Christoph Blocher und dein Lebensweg, die haben eigentlich sehr früh parallel angefangen, haben nachher aber nichts miteinander zu tun gehabt, glaube ich. Und irgendwann ist das aber entstanden. Ich mag mich sogar noch sehr gut erinnern. Da habe ich von dir erfahren, dass du das Buch schreibst, glaubst das Blocher-Prinzip und die Sendung anfängst zu moderieren. Da habe ich gedacht, nein, das gibt's doch nicht.
Ja, ich habe wieso mit dem, das? Wie ist das? Oder wieso das? Wie, ja, der ist nicht mehr wunder, wie das entstanden ist. Ja gut, Christoph Bloch ist ja viel älter als ich und wir haben uns kennt eigentlich noch. Ich bin ja dann auch noch, wie gesagt, nach meiner Verkäuferkarriere habe ich dann überlegt, ich meine, ich kann nicht professioneller Verkäufer werden. Ich habe jetzt Studium fertig als Jurist und die Juristerei habe nicht wollen Wert machen. Ich habe eigentlich immer auf Zürich Medien und ich hatte dann das Glück gehabt, mein Nachbar, mein Handicap ist ja eigentlich der Dialekt gewesen, oder? Also ich, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, ja, jetzt mittlerweile hat es ein bisschen abgefärbt. Aber ich, ja, ich bin bei Radio Muno gewesen, 1983, von Starten weg. Ich habe einen Radio-Wettbewerb gewonnen dort, so einen Moderationswettbewerb, und bin dann zu einem Radio Muno, bin der erste Praktikant gewesen. Und dann habe ich in Inserat gesehen, dass Radio Eviva, der Volksmusiksender, in die Luft geht, Satellitensender. Und dann hat mich der Roger Thirier, das ist der Vater vom heutigen Chef von Watson, hat mich dort eingestellt. Mhm. Ja, und ich habe eigentlich ein gutes Jahr erlebt bei Radio Eviva, habe dort ein bisschen Nachrichtensendungen und so gemacht. Aber ohne das allzu weit ausgeht. Nein, wie ist das entstanden? Ja, genau. Und der Christoph Bloch, Christoph Bloch ist nicht Verwaltungsrat gewesen, oder? Okay. Dann habe ich ihn dort wieder getroffen, weiss Gott was. Und später bei Tele Zürich bin ich auch ein bisschen Pfarrer Sieber, Jean Ziegler, Ogi und Blocher-Experte gewesen. Ja. Und Schawinski-Experte. Und Schawinski, gut, das ist der Chef. Und Benedikt Weibel-Experte. Ja, den habe ich später kennengelernt. Ja. Alles ältere Herren, oder? Ja, und genau. Martin Walser-Experte, ja. Gut, also dann hast du das angefangen, das Tele Blocher, und das kommt jetzt, wie lange ist das jetzt? 15, ja, das 16? Ist, ja, ja, das ist die Mutter aller Internetsendungen. Ja. Ja, gut, also. Ja, das ist die erste gewesen. Also, das ist ja nicht meine Idee gewesen, das ist Norbert Neininger seine Idee gewesen. Ja, also, Internet. Ja, im Internet. Ja. Ein Internet-Fernsehsendung in der Schweiz ist das die erste gewesen. Ja. Gut. Und die machst du seither jede Woche? Ja, die mache ich. Die gibt es seit 2007. Gibt's die Sendung, ja. Was machen wir in den Ferien? Dann nehmen wir zwei, drei Sendungen auf hintereinander vorher. Wie muss ich das vorstellen? Wie entsteht das? Wöchentlich so eine Sendung? Ja, ganz einfach. Wir machen immer ab Freitagmorgen bei mir in Herliberg meistens. Und welche Zeit? 7 Uhr morgens, dann trinken wir einen Kaffee und um 7:30 sage ich, Christoph, wir müssen anfangen. Sagst du? Ja. Also Sie sind schon ewig per Du? Ja, ja, schon ewig. Ja, 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 klar. Und dann kommt der Kameramann, oder? Ja. Der Claudio Ferrari, der ist auch dabei. Eine Kamera, ja, ja. Und der ist auch dabei seit 2007. Ja. Und wie stark tust du das vorbereiten? Wie lange? Nicht gross. Also nicht ich meine, ich beschäftige mich auch mit den Themen und mit der Zeit hast du die Routine. Also ich habe gemerkt beim Blocher, dass ich eigentlich schon 3 Sätze vorne weiss, was er sagt. Oder? Ja? Ja, ja, vielfach, ja. Weil mit der Zeit natürlich nach so vielen Sendungen ist ungefähr klar, was die Antworten sind. Ist es dann attraktiv? Ja, als Sendung? Ja, ja, klar. Ja, also ich bin immer sinkend. Das stimmt nicht. Da hat Schaffhaus Ratz geschrieben. Wir haben immer im Internet eine Quote von 10'000 im Schnitt. Ja. Ja, da kann man schauen auf YouTube. Oder immer noch schauen. Ja, ja, klar. Überraschend viele Leute, die man nicht erwarten würde. Was heisst das? Also, die Ölf Ruggi hat mir gesagt, er schaue ich auch immer. Oder der Herr Josic schaut es auch immer. Ja. Also, und der Dings, der Oswald Zick hat mir immer gesagt, er hätte es müssen schauen. Der war kein Blocher-Fan gewesen, wahrscheinlich. Er hat es aber relativ gut können, weil der Sieg ist ja eigentlich aus Ossingen gekommen. Mhm. Und dort hat der Blocher seine Lehre gemacht. Okay. Also, weißt du, die Verbindung hat schon gespielt. Er hätte es damit müssen schauen und der Gesamtbundesrat orientieren, was der Blocher wieder sagt. Okay. Ja. Du weißt, was der grösste Vorbehalt ist gegenüber dieser Sendung? Ja, ja, klar, Stichwortgeber und alles. Genau. Ja. Also, keinerlei kritische Fragen. Ja, das stimmt nicht. Aber das bist du nicht. Aber trotzdem. Ich höre den Vorwurf immer wieder. Ich habe, glaube, jede Frage am Blocher mal gestellt, die relevant ist. Wenn die Sendung wirklich so wäre, würde sie ja nicht so viel zitiert werden. Ich sage einfach immer da. Ja, er ist natürlich ein interessanter Gast. Ja, klar. Du musst sowieso etwas Spannendes sagen. Ja, du musst ja die richtigen Sachen sagen. Dass aber weißt, ich habe das Gefühl, wie soll ich jetzt das formulieren? Ich denke, dass du sehr ähnlich denkst wie er und dass die Nähe im Grunde genommen fast unmöglich macht, dass du wirklich immer auch wieder kritisch nachfragst. Ich nehme die Kritik gerne entgegen, aber mir geht es ja um etwas anderes. Ich wollte einfach eine attraktive Sendung machen. Mhm. Und ich meine, für mich ist, die schreiben jetzt immer, die Quote sinken. Es stimmt nicht. Die Quoten sind einmal ab. Im Moment, seit Corona, sind sie eigentlich wieder sehr hoch. Mhm. Und das Zweite ist, wenn die Sendung so schlecht wäre, wie Kritiker sagen, würden sie sie ja nicht immer zitieren, oder? Es gibt auch vielfach Situationen, wo mir Journalisten anrufen und sagen, stell im Blocher diese Frage oder diese Frage oder diese Frage. Also, das ist halt mein Interviewstil. Also, du kannst auch nicht über, wenn wir jetzt gesagt, 2007, das sind jetzt 14, 15 Jahre, sind jetzt 800 Sendungen, kannst du nicht immer
deinen Gast irgendwie einprügeln. Das geht gar nicht. Also ich verstehe das mehr als einen Dialog, wie wir nicht führen. Also du bist ja eigentlich auch der Stichwortgeber von mir jetzt. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Aber nein, ganz im Gegenteil. Wenn man schon über Interviewqualitäten oder Arten redet, dann kann man sagen, ja, ich finde, man sollte freundlich sein im Ton, aber man sollte immer mit einer kritischen Haltung auch ein Interview führen. Manchmal macht man das weniger, dann ist es einfach vielleicht auch vom Thema her nicht so relevant. Das muss kritisch sein, aber ich meine, der Christoph Blocher ist der Mann, der die Schweiz am meisten spaltet und am meisten für Aufregung sorgt seit Jahrzehnten. Und das wäre eine riesen Chance eigentlich dort, ist es für mich fast zwingend, dass du musst kritisch fragen musst. Ja, ja, gut. Aber sag mal jetzt, wo habe ich jetzt unkritisch gefragt? Jedes Mal. Jeder ist nein, nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Nein, nein. Aber wie gesagt, ich höre ja das viel. Ja. Und ich glaube, irgendwo haben wir, also der Christoph Blocher und ich, irgendeine Form gefunden, die okay ist. Oder ich unterbreche auch, manchmal weniger, manchmal mehr. Ja. Es ist auch nicht jedes Thema ein Thema, das du so kritisch hinterfragen kannst. Und ich sehe die Sendung eigentlich als etwas anderes heute. Ich sehe das auch ein bisschen als ein Wochenbuch, analog zu einem Tagebuch vom bedeutendsten oder bekanntesten Politiker von der Schweiz seit 2017. Oder? Und ich habe in der NZZ, ich muss einfach als Gegenargument bringen, hat zum Beispiel einen Artikel gehabt, dass Blocher TV auch ein Grund war für seine Abwahl, oder? Also, ja, in welchem Sinn? Ja, es hat ja 3 Untersuchungen gegeben, oder? Das Backum hat ja die Sendung untersucht, ob das überhaupt legal ist. Ja. Und der Herr Guschbein und der Herr Leuenberger sind ja sehr gegen diese Sendung gewesen. Also das hat auch Bundesratssitzungen gegeben. Also ob es legal ist, dass ein Bundesrat, damals ist er ein Bundesrat, jede Woche in einem Internetauftritt quasi kommunizieren. Ja gut, es ist dann auch noch vom Schaffhauser Fernsehen übertragen worden. Das ist dann schon die Frage gewesen, oder? Schau, mich haben die Vorwürfe eigentlich am Anfang schon ein bisschen gestört, aber heute kann ich mit dem eigentlich relativ gut umgehen. Ja. Was ziehst du aus diesen vielen Jahren und aus dieser Bekanntschaft mit einem Mann, der dermassen ein Monument ist? Ja, es ist ein Teil von meinem Leben geworden, oder? Mhm. Also, wir haben ja eigentlich die Sendung, wie gesagt, die Idee hatte Norbert Neininger gehabt, von der Schaffhauser Nachricht. Er hat gesagt, los, der Walter Bringolf hat so ein Wort zum Freitag gehabt früher im Schweizer Radio, bei Radio Bero Münster, wo er die Weltlage erklärt hat. Mhm. Und wir machen das mit dem Blocher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe hast du gesagt? Ja, ja, am Anfang. Ich habe ja das Blocher-Prinzip haben wir dort rausgebracht. Wieso hast du gesagt, das kann ich nicht machen? Nein, wie ich natürlich erwartet habe, genau das, was passiert ist, dass alle auf dich einprügeln, oder? Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen mal zum Blocher heim. Da weiss ich noch, es war der 2. August 2007. Sind wir zum Herr Bundesrat Blocher gegangen. Und dann hat Neininger gesagt, Herr Bundesrat, wir haben da eine Idee. Wir könnten eigentlich den Acker jede Woche mit Ihnen ein Interview führen. Dann sagt der Blocher, ja, ist ja interessant, oder? Mhm. Und dann sagt er, wissen Sie, eine Viertelstunde, oder? Wir machen das aber nur ein Jahr lang. Und dann hat der Blocher wirklich etwas Bemerkenswertes gesagt. Hat er gesagt, ja gut, ja, wäre noch interessant, dann hätte ich ein eigenes Möglichkeit, Medium, oder Medium. Und oder gesagt, nein, nein, Medium haben sie nicht. Also Medium sind wir, aber wir stellen die Frage, weiss Gott. Ja. Und dann sagt er, hätte ich etwas außerhalb von der SRG. 3 Bedingungen, und das finde ich heute noch interessant. Es wird nichts geschnitten. Da halten wir uns. Es wird auch wirklich nichts geschnitten. Das Zweite ist, wenn man einmal angefangen hat, dann wird es durchgezogen, aber wenn es einen Versprecher drin hat. Da haben wir eigentlich auch durchgehalten. Und das Dritte ist, ihr müsst halt dort hinkommen, wo ich bin. Ja. Gut, das ist am Anfang haben wir 2-3 Mal noch ins Bundeshaus müssen. Ist dann abgewählt worden. Und so ist dann mehr oder weniger am Kerleberg gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und der vierte Grund, das ist eigentlich das Interessanteste gewesen, es ist kein Pressesprecher dabei. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ein Bundesrat, der sagt, es gibt bei meinem Interview kein Pressesprecher dabei. Ja. Und dann hat er gedacht, gut, jetzt muss ich das machen und so. Und dann hat er, ja, aber Herr Acker, das können wir da überlegen und so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir starten Ende September 2007. Und das war gerade die Situation, wo der berühmte Putsch war, oder? Affäre Rohrschacher, wo dann die Geschäftsprüfungskommission gesagt hat, wir setzen den Blocher ab. Also Bundesanwalt. Der Bundesanwalt und das ganze Jahr. Und ein Jahr später ist nach der Christoph Blocher abgewählt worden. Nein, 3 Monate. 3 Monate. 2018. Ja, so. Ja, 2007 ist er weggewählt worden. Also 2 Monate später ist er weggewählt worden. Und das war dann relativ natürlich eine aufregende Zeit gewesen. Ganz am Schluss noch. Dann ist die erste Sendung gekommen. Riesen Mais, Sonntagsblick, Blocher hat ein eigenes TV, Schweiz am Wochenende hat darüber berichtet.
in der DRS-Nachricht die zweite Meldung gewesen. Man kann es heute noch im Archiv hören, oder? Mhm. Etwa eine Minute lang gegangen. Und ich habe gedacht, ist jemand von, hat es geläutet an der Tür, ist jemand von der Tagesschau. Und die Journalistin hat gesagt, wie kannst du das machen, Blocher, bla, bla, bla. Dann habe ich gewusst, mein Leben wird ein anderes sein. Hast du ein bisschen Schiss bekommen? Ja, also die Wellen ist dann schon relativ stark gewesen. Und am Abend im Welschen Fernsehen habe ich dann eingestellt, da hat man immer gesehen, wie in so einem Al-Kazira-Video, der Blocher und ich hinten dran, oder? Mhm. Ich habe eine kurze Krawatte angehabt. Und dann hat irgendeiner ist zugeschaltet gewesen von Brüssel, oder? Ein Moderator in Genf, einer von Brüssel, und der gesagt hat, la fin du système, oder? Das Ende vom politischen System in der Schweiz, sagt Tele Blocher. Und dann habe ich aber gleich wieder gewusst, ja gut, so schlimm kann es also dann also so hoch kann man es auch nicht nehmen. Und dann hat der Blocher eigentlich einen entscheidenden Satz gesagt. Der Blocher mir angerufen und gesagt, jetzt sind wir immer noch per Sie gewesen. Schauen Sie, Herr Acker, Sie dürfen sich jetzt nicht entschuldigen und hören Sie jetzt nicht auf mit der Sendung. Wie, wenn sie aufhören, werden alle sagen, der Feigling zieht seine Maturen, oder? Und so ist es dann gesehen. Okay. Hat dich das politisch geprägt? Bist du vorher schon nahe gewesen, sagen wir mal, bei der Vorstellung von der Schweiz, die Christoph Bloch hat? Oder hat dich das, ich meine, wenn man jeden Tag mit einem Menschen redet und erzählt einem, Entschuldigung, jede Woche, dann prägt einem das ja, oder? Ja, ja, mich prägen auch andere Sachen. Ja, ich bin ja nicht Mitglied von der SVP. Mhm. Also, überhaupt nicht. Und, du hast eine super Beziehung zum Jean Ziegler, ja, zum Benedikt Weibel. Ja, ja, ich glaube, ich bin da eher ein bisschen im Freigeist. Aber mich hat der Blocher in anderen Sachen geprägt. Vor allem bei der Firma, oder? Mhm. Und das, vor allem, als ich das Blocher-Prinzip geschrieben habe. Auch in der Organisationsstruktur, oder? Das sagt er in dem Buch hinein. Das können wir auch noch schnell zeigen. Ja, da können wir zeigen, wenn es jemand nicht kann, wir haben jetzt als ein Führungsbuch. Ja, da haben wir noch ein Kapitel gemacht vorne dran, das ist jetzt neu rausgekommen. Ja. Thema Corona, wie verhalte ich mich in Krisen? Ah, ja. In der 9. Auflage. Und lustigerweise, das Buch plötzlich wieder in der Bestsellerliste gewesen. Ja. Also nach 2007, oder? Und, Aber die Führungsprinzipien, die haben dich beeindruckt. Ja, also ich mache es ja nicht so mit Auftrag und so, das eigentlich nicht. Aber einfach in der Organisation, dass du eine Struktur musst haben. Mhm. Wenn jemand dir in die Firma anruft, muss das Telefon entgegengenommen werden. Mhm. Und wenn jemand ein Anliegen hat, musst du dem antworten, oder? Einfach so ganz simple Sachen stehen in dem Buch rein. Und das ist auch wichtig. Ich habe jetzt gerade gesehen, eine grosse Organisation habe ich versucht zu erreichen, telefonisch, hat niemand das Telefon abgenommen. Hat niemand zurückgeläutet, wo man dann jemanden hat. Und das ist einfach das A und O. Und vor allem für den Aufbau vom eigenen Unternehmer hat mir das Buch sehr viel geholfen. Ich finde, es gibt eine Passage, die sehr interessant ist, wo man sollte, viel mehr diskutieren. Und das ist ja quasi das Antragssystem, wo er pflegt. Oder? Du musst nicht den Chef fragen, was du sollst machen sollst, sondern du musst selber darüber nachdenken, was du für Lösungen anbieten kannst. Das ist eigentlich eine unternehmerische Einstellung. Dann machst du Vorschläge und die müssen relativ kurz formuliert sein. Ich glaube, auf einer A4-Seite, und dann kann er das anschauen und kann relativ schnell sagen, wir machen Variante 2. Ja, ja, das ist ja eigentlich selbst, das ist ja dann auch immer vorgeworfen worden, dass man gesagt hat, eben der Blocher eben nur Untergebene. Das stimmt gar nicht. Also der Blocher oder das Prinzip motiviert ja eigentlich den Angestellten, eigene Ideen zu entwickeln, mitzudenken, oder? Und das ist das Wichtigste, oder? Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weg von Tele Blocher hin zu deiner Rolle auch als journalistischer Beobachter und was du alles erlebt hast. Du hast unglaubliche Geschichten gemacht und ich würde gerne ein paar von den besten Anekdoten hören. Wir nehmen das Gespräch jetzt auf, das kommt erst in ein paar Tagen, das online, aber nach der deutschen Bundestagswahl, und du bist dort immer gross interessiert gewesen an der deutschen Politik, wo der Gerhard Schröder zum Beispiel, glaube ich, auch Kandidat war, Kanzlerkandidat in der Schweiz, bist du mit dem Pedalo fahren vom Zürichsee. Ja. Wie kommt es zu so etwas? Ja, das war im Tele Zürich. Ich war eigentlich immer Schröder-Fan, oder? Mhm. Und ich habe dann mal Geschichte gemacht für Tele Zürich, Wetten, das? Mit dem Sigi Wichel, Trompeten-Sigi, oder? Ja. Der ist Wettkönig. Und der Wettpate war eigentlich der Schröder. Und dann habe ich gefunden, mit dem wollte ich mal etwas machen. Und dann wirklich, oh Wunder, 3 Wochen später ist der in Zürich. Mhm. Dann schlage ich das vor, in den Morgen, in der Redaktionssitzung. Und dann sagt jemand, ja gut, aber der Schröder kennt ja niemand. Du musst mit dem etwas Verrücktes machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, was machst du mit dem? Ja gut, Pedalo fahren wäre eine Idee. Wieso bist du auf die Idee raus? Ja, da habe ich auch noch einen gesagt. Er hat gesagt, ja gut, wenn du ums Verrecken willst, dann musst du halt schauen, dass der Pedalo fährt. Dann habe ich gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Idee. Dann bin ich in ein Hotel gegangen, wo der Schröder gehockt ist. Mhm. 4 Bodyguards dort gehockt. Ich meine, er war schon Ministerpräsident von Niedersachsen. Ja. Hockt er dort, oder?
relativ gelangweilt. Der Tag war von der Zeitung Bilanz, war am Abend, war Mittag um 2 Uhr. Und dann bin ich zu dem an und habe gesagt, Herr Ministerpräsident, ich würde gerne mit Ihnen ein Interview machen. Und dann sagt er, ja, hören Sie auf, da kommen Sie vielleicht am Abend vorbei und so. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, Herr Schröder, ich habe in Deutschland 3 Idole. Ah ja, ja, wer? Helmut Kohl, Helmut Kohl, Helmut Kohl. Ja, wo bin ich? Ich sage, ja gut, aber wenn Sie so antworten, dann geht's. Gut, lange Rede, kurz, dann hat er gesagt, ja gut, ich komme mit Ihnen. Ich komme mit Ihnen, Bodyguards, in 2 Stunden bin ich wieder da und so. Und dann bin ich also mit dem, ohne Bodyguards? Ohne Bodyguards, ja, die lassen wir hier. Endlich wieder Blocher, der gesagt hat, PR-Leute immer weg. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Schröder, Herr Ministerpräsident, mein Problem ist, ich habe die Kamera gar nicht dabei. Ja gut, aber was sind Sie für ein Journalist? Wo haben Sie die Kamera? Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir zum Tele-Zürich. Ne, Tele-Zürich noch nie gehört. Schawinski noch nie gehört. Da ist doch dieser Schawinski-Brief. Du weißt ihn noch, Schawinski-Brief. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber Herr Schröder, das ist gerade da vorne. Und dann sind wir ins Tele-Zürich, da weiß ich mit noch genau. Mit dem alten Seat. Seat, unten parkiert. Klapprige, rostige Bühle. Genau, sind wir umgegangen. Und ich laufe mit dem Schröder durch die Redaktion von Tele Zürich durch. Und der Einzige, der den Schröder kennt, bist du gewesen. Magst du dich noch erinnern? Du bist aufgestanden, dann hast du Switch und gesagt, Sie sind doch der Ministerpräsident. Niemand hat ihn gekannt, oder? Du bist im Spiegel. Ach, wir sind die beiden Ältesten gewesen. Wir sind alle die Ältesten gewesen. Du hast auch ein bisschen politischen Journalismus ja, klar. gemacht. Also sind wir durch Zürich-Date-Abteilung gelaufen mit dem Schröder. Niemand hat den Schröder gekannt, oder? Ja. Dann haben gesagt, Herr Schröder, Sie sind alle so verstummt, wenn Sie sie sehen. Ja gut, aber da kennt mich ja niemand. Dann haben gesagt, nein, das ist Respekt, der Schweizer ist anders, oder? Ist dann ein bisschen abbiss gewesen, oder? Und dann haben gesagt, ja gut, wo fahren wir jetzt hin? Dann habe ich gesagt, ich auf den Zürichsee, oder? Da hat er so Pedalo gemietet, hat auch gefilmt, oder wie man es dann macht, das VJ. Ja. 3-mal gleich vorgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Interessant ist ja gesehen, hat der Schröder gesagt, gehen wir noch einen Kaffee trinken? Dann hat er gesagt, gerne. Ah, ja. Aber ich habe kein Portemonnaie dabei, das habe ich nie als Politiker. Den hast du können zahlen. Ja gut, habe ich auch gerne gemacht. Super Interview gewesen. Also, ist eigentlich mein bestes Interview gewesen. Und ich habe dann den Schröder noch mal gesehen, wo er dann Kanzler war, am WEF in Davos. Und dann hat er gesagt, hey, ja, das ist ja der Mann. Das ist der Mann vom Boot. Das war das verrückte Interview. Das ist ihm natürlich geblieben. Da ist ihm dann noch geblieben. So es ist ihm dann nochmal geblieben. Ich bin dann wirklich vor 4, 5 Jahren in Hannover gewesen, habe ihn dort interviewt. Und der, der das Interview vermittelt hat, hat dann gesagt, es kommt jemand vom Spiegel, oder? Und dann hat der Schröder gesagt, ja gut, ich kenne Sie gar nicht. Sie sind ja scheinbar vom Spiegel, wollen mich interviewen. Und hat mir der Müller gesagt, er hat gesagt, nein, nein, vom Persönlich. Persönlich, was ist das, oder? Da sage ich, ja, Zeitschrift, ja, wie viele Auflagen? Er sagt, 6.000. Ich sage, das ist ja nichts. Ja. Dann sage ich, ja, aber Herr Kanzler, wir kennen uns, ich bin der vom Boot, sagt der Seite Schröder. Ja gut, aber Sie haben sich ja auch stark verändert. Dann habe ich gesagt, ja, und Sie sind auch nicht mehr Kanzler, oder? Und so ist dann, bin ich dann gleich mal zum zweiten grossen Interview gekommen. Also, und das hast du ja mit vielen Leuten gemacht, du hast irgendwie eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Fangemeinde unter relativ wichtige und prominente Leute, also der Döll Foggi, mit dem bist du, Benedikt Weibel bist du, der Jean Ziegler, natürlich der Schriftsteller, ganz Martin, wichtig, Martin Walser, ja. Genau. Du hast mit dem Gorbatschow zu tun gehabt, dort hast du auch irgendwie dich in ja, nein, im Gorbatschow habe ich natürlich meinen Job, also ich bin dann bei dem Radio Eviva, ich wollte jetzt wie du so nein, hast, ja, gesagt, das macht Spass zum Zuhören. Volksmusiksender gewesen, oder? Da hast du mit der Maya Brunner, super Frau, und Rio Eugster und all denen umgeschlagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Bin ich gespannt, was das mit dem Gorbatschow genau, so genau. Der Ogi ist eigentlich der Medienminister gewesen, der eigentlich Radio Eviva Konzession gegeben. Und dann hat der Ogi zu mir gesagt, ja, komm mal auf Bern, da seht ihr mal richtig, der Gorbatschow kommt. Dann habe ich gesagt, der Bundesrat, der Gorbatschow. Ja, nein, da könnt ihr mit mir ins Bundesratszimmer kommen, wenn der Gorbatschow kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Gorbatschow ist dann gekommen. Ich war dort, glaube ich, ein Jahr nach dem Sturz gewesen. Ich habe dann gewartet da im Bundesratszimmer. Dann hat einer mit dem Walkie-Talkie, da hat es noch kein Internet gegeben, gesagt, er kommt gerade, er kommt, der Präsident kommt, der Präsident kommt. Und dann ist die Türen aufgegangen und dann kommt der Gorbatschow rein und ich reflexartig einen Schritt führen, oder? Und dann hat halt der Gorbatschow gemeint, ich sei der Präsident, es gibt noch ein Foto von dem, und läuft auf mich zu. Und der Ogi hat mich dann im letzten Moment so ein bisschen auf die Seite gedrängt. Und hat ihm Tank gegeben und das grosse Ritual. Ogi trifft Gorbatschow und ich bin immer Gorbatschow wahnsinnig. Und dann habe ich den Matthias Mast, der ist dort Berner König gewesen, also Journalistenkönig, ist dann später zum Blick gegangen, habe ich dem Kamera in die Hand gedrückt und gesagt, Matthias, kannst du nicht schnell ein Bild machen, wenn der Gorbatschow den langen Gang vom Bundesratszimmer
zum Parlament läuft. Ich laufe dann neben der Gorbatschow, du musst einfach abdrucken. Oder? Und da machen heute alle Influencer, oder? Und dann ist der Gorbatschow gelaufen. Und ich bin dann so neben der Gorbatschow und schaue, dass der Matthias Marsch mich aufnimmt, oder? Und dann läuft, und das Foto ist wirklich gut geworden. Und dann sieht man Gorbatschow und ich laufe den Angang ab, oder? Ich habe dann umgekehrt, hat der Marsch dann zu mir gesagt, mach dann auch ein Foto mit mir und dem Gorbatschow. Dummerweise bin ich so nervös gewesen, also man sieht, der Kopf ist dann von beiden weg. Also, das ist noch einmal okay. Bemerken. Und dann, jetzt kommt Pointe. Und dann habe ich zwei Tage später den Job bekommen bei S+. S+, ist die vierte Fernsehsenderkette. Das war damals ein Versuch. Ein Versuch, von der SRG und bei Bundeshauskorrespondent. Eigentlich der wichtigste Job bekommen. Und zuständig war der Norbert Hochheitner, später Nationalrat, der war Chefredakteur. Und komme den Job über unter 200 Bewerbungen. Ah ja? Genau. Und quasi dann wegen dem? Ja, und ich habe dann später mal den Norbert gefragt, du, warum habe ich, bin vom Volksmusiksender gekommen, niemand hat mich gekannt, warum habe ich den Job bekommen? Mhm. Dann sagt der Norbert, los, ich bin dort auch im Bundeshaus gewesen, aber weit weg, und sehe plötzlich dich mit dem Gorbatschow den Gang hinterlaufen. Mhm. Und dann habe ich dem Direktor Mori Oppenheim gesagt, den wollen wir einstellen. Das ist ein Freund vom Gorbatschow, oder? Und so habe ich dann den Job bekommen bei der SRG, oder? Gut, ich will nochmal auf etwas zurückkommen, nämlich, dass du eben einerseits hast du alle die Leute auch kennengelernt, du hast dich mit ihnen unterhalten, und das wird ja jeder Journalist, zeichnet sich ja durch das aus, dass er irgendwann einmal Politgrössen hat können interviewen. Bei mir ist das der Al Gore gewesen, zum Beispiel, ist jetzt der Einzige auf dem Niveau, wo ich jetzt kenne, damit ein bisschen angeben. Aber du hast das irgendwie auch gezielt gesucht. Du hast ja Begegnungen gehabt mit dem Helmut Kohl, du hast Nähe zum Adolf Oggi gesucht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du das machst. Einerseits, weil natürlich ein bisschen von dem Glanz nachher auf dich abfällt. Aber ich habe nicht so ein gutes Gefühl gehabt dabei, weil ich immer das Gefühl hatte, du bist natürlich, und das weiss ich, du bist ein außerordentlich anständiger, höflicher, kultivierter Mensch. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen immer ein bisschen eine Anbiederung gewesen, oder nicht? Boah, vielleicht, ja. Was heisst Anbiederung? Wir haben einfach die Leute. Ich habe eigentlich immer eben den Satz, du willst nie langweilen, habe ich natürlich wieder auch Journalist geworden. Mhm. Ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich die Leute irgendwo kennengelernt habe und dass meistens auch eine längere Beziehung ist. Also, Adolf Oggi, wie hast jetzt du zum Beispiel den kennengelernt und wieso hat sich dort das Du ergeben? Ich meine, in der Funktion, die er Bundesrat hat. Ja, das war eigentlich lustig. Auf der chinesischen Mauer. Ich habe einen Film gemacht über ihn. Mhm. Und bin mit ihm auf China. Das war eigentlich noch nicht. Die Chinesen haben mich zuerst gar nicht einreisen lassen. Und dann hat der Oggi selber geschaut, dass ich den Film machen konnte. Da war Oswald Sika dabei. Und dann bin ich eine Woche lang mit dem Oggi, das war 1998, habe ich eine Reise gemacht, Südkorea und nachher auf China. Und auf der chinesischen Mauer. Es hat aber auch einen anderen Journalisten gehabt. Es war einer vom Blick dort. Das hat der Oggi dann zu tun. Also, der hat all diesen Journalisten dann zu tun. Ja, wir sind der Zweite gewesen, glaube ich. Ja, ja. Aber mit dem Adolf Oggi ist ja super. Ich meine, habe ich heute noch Kontakt. Ich habe seinen Geburtstag eingeladen. Ich habe eigentlich die Leute immer kennenlernen, auch näher, wo ich eigentlich interessant gefunden habe. Das ist eigentlich ein Glücksfall. Wo Macht verkörpert haben. Ja, wo natürlich auch Macht verkörpert haben. Wo vielleicht sogar eine Art Vaterfiguren gewesen sind. Nein, da nicht. Ich habe ja einen Vater. Ja, ich weiß nicht, wie die Beziehung ist zum Vater. Aber sehr gute, normale interessanterweise hat der Blocher zum Teil, oder auch andere, haben so ein bisschen die Aura, dass sie quasi dann wie ein bisschen ich muss immer Begleiter sagen, sind. Oder eben, das ist ein bisschen psychologisch gesagt. Oder der Roger Schawinski, oder weiss ich. Ja, zum Beispiel. Das ist ja ein Fall, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Ja, ja. Ja, also du. Nein, wie viel telefonierst du mit dem Roger Schawinski pro Woche? Ja, ich 3-4 Mal. Also, ja. Aber wie gesagt, aber da kommt ja daher, dass man ich habe einen Verlag und er hat ein Radio und ich habe ein Sendung dort. Mhm. Also. Mhm. Aber das ist einfach ein Kontakt, der sich eigentlich über das Berufliche heraus ergeben hat. Oder? Und das ist ja jetzt auch bei den anderen so gewesen. Beim Christoph Blocher muss ich sagen, ich habe immer das Gefühl, ich gehe eigentlich mit dem Blocher am normalsten um, vor allem Journalisten. Ich habe natürlich schon viele Journalisten erlebt, die über den Blocher geflucht haben und kritisiert haben. Und wo sie ihn dann wirklich gesehen haben, leibhaftig von sich, dann sind die irgendwie völlig aus der Rolle gefallen. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch beim Teleblocher. Wie gesagt, ich bin ja nicht der aggressiv in die Sendung eingeht. Ja. Aber ich schaffe es, oder vielleicht ist das ein Geheimnis, ohne sich selber zu loben, dass die Leute dann Vertrauen haben
und vielleicht dann auch mehr gähnt, wieder jetzt in einem Interview, wo es da einfach radikal abgeprügelt werden, oder? Also vielleicht ist das ein bisschen mein Interviewkonzept oder mein Interviewprinzip. Und das ist alles auch, es gibt die unterschiedlichen Zugangsweisen, die man kann. Es gibt die Zugangsweisen, ja, ja, klar. Das ist und das entspricht, Zeit, genau, für das Gespräch. Genau, und das entspricht auch vielleicht auch ein bisschen meinem Typus, oder? Okay. Und, ich kann, glaube auch die Leute nie versäckeln nachher. Das ist eigentlich, obwohl, ich möchte es auch nicht ausschliessen. Es hat sicher mal einen Fall gegeben. Aber das war eigentlich nie meine Intention gewesen. Gut, wir haben noch zwei oder drei Themen, wo wir darüber reden. Zum Beispiel über Bücher, die du geschrieben hast. Dein neue Buch, das du geschrieben hast, ich zeige das mal noch, heb das in die Kamera, SMS an Augusto Venzini. Das ist eigentlich eine Not an den Fotograf, an Alberto Venzager. Ich habe es gelesen. Ich muss dir ein Kompliment machen. Es ist der erste Roman, den ich von dir gelesen habe. Du hast fünf andere geschrieben vorher. Ich habe es außerordentlich unterhaltsam gefunden. Ich habe mich bestens amüsiert. Ich würde sagen, es ist eine Art von höherem Blödsinn. Das ist jetzt nicht das intellektuelle oder tiefgehende Buch. Das spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Jetzt schaust du mich sehr, sehr kritisch an, was jetzt kommt vom Brennwald. Ich habe es hervorragend gefunden. Aber, ohne aber. Was mich interessiert ist, ich glaube, ich habe in den früheren Büchern reingeschnuppert und so und habe es einfach irgendwo absurd gefunden. Und auch das ist ja ein bisschen absurd, aber sehr, auf einem sehr hohen Niveau absurd. Was ist, wie soll ich sagen, was ist die Idee, wenn du ein Buch schreibst? Ja, ich habe fünf Romane geschrieben. Mhm. Der erste war «Die ganze Welt ist Ballermann». Zusammen das war sehr speziell, gewesen, ja. Ja, mit dem Manfred Kleemann. Das war eigentlich Geschichte von einer Weltreise. Die haben wir ja wirklich gemacht. Da war ich bei Tele Zürich, drei Wochen Zeit. Ja. Da müssen wir drüber reden, ja. Das ist eine gute Geschichte. Ja, ja. Ich hoffe, die anderen auch. Das macht, ich weiss es nicht. Aber ich weiss nicht, du bist damals drei Wochen eigentlich nur im Flugzeug gehockt. Also ziemlich absurd. Ja, ja, drei Wochen im Flugzeug war, bei den wichtigsten Plätzen der Welt, bei jedem Kontinent. Überall schnell gelandet. Das Fotos gemacht. Ja, ein bisschen mehr. Also, hast du zwei Nächte verbracht. Also, oberflächlich geht es nicht. Ja, ja, klar. Ja. Also, es ist eigentlich auch ein bisschen System. Also, eben, wenn du sagst, er sei ein unkritischer Mensch, ist er ein Systemkritiker gewesen am Reisen. Ja. Nein, ich kann es ja ganz kurz sagen, also, wo die Reise angegangen ist. Zürich, Kapstadt, dann ist der Flüger nicht gegangen, haben wir die erste Nacht schon in Zürich verbracht. Dann sind wir statt drei Nächte in Kapstadt zwei Nächte gewesen. Kapstadt, Bangkok, dann haben sie den Manfred in China reingelassen, weil er eben früher mal Juso war. Dann bin ich allein auf Peking geflogen, dann habe ich irgendwie einen Bus genommen, bei der chinesischen Mauer, hat dort das Liebli angezogen, die Mauer muss weg, Fotos gemacht. Genau. Halt, das geht man schnell. Ja. Wir machen dort schnell einen Stopp. Ja. Auf der chinesischen Mauer hast du dich fotografiert. Genau. Oder fotografieren lassen, mit einem T-Shirt, und dort ist drauf gestanden, die Mauer muss weg. Die Mauer muss Deutsch. Weg. Auf Deutsch, ja. Als Anspielung auf die Mauer in Ostdeutschland, ja. Okay. Ja, genau. Das ist ja nicht etwas, wo ganz, wie soll ich jetzt sagen, gefahrlos ist, oder? Wenn man das auf die chinesische Mauer macht. Ja, ich habe mir das dann auch überlegt. Ich habe immer gehofft, dass niemand Deutsch kann. Und da denkt, ja, mein Chinese, der Foto macht, dass der nicht nachher ein Problem hat. Also, wie und gesagt, warum hast du das gemacht? Ich habe es eine lustige Idee gefunden. Aber du musst ja organisieren. Also, du musst ja das T-Shirt im Koffer rein haben, oder? Ja. Und bist dann auf die, ich war dort ein bisschen Mauerfetischist gewesen. Also, ich war auch beim Fall von der Berliner Mauer und allem. Ja. Und mich haben einfach Mauern interessiert. Mhm. So kennt man. Mhm. Und dann bin ich auf die chinesische Mauer. Aber eine Logik fehlt völlig. Weil die chinesische Mauer, die kannst du erstens nicht wegtun. Und zweitens hat die auch eine Berechtigung im Unterschied zu der Mauer in Berlin. Ja gut, ich weiss nicht, was die Berechtigung ist von der chinesischen Mauer. Weißt du mehr als ich? Ja, mal, also es ist klar, ein Staatsgebilde kann abgesichert werden. Und das ist natürlich aus der Geschichte raus, klar. Hat man die Mauer gebaut. Klar, auf jeden Fall, so weit habe ich, du siehst, hast du bist ja viel tiefschiffender. Ich habe das Foto, wenn ich mit dem T-Shirt auf dieser Mauer stand. Okay. Und ich habe das T-Shirt müssen drucken lassen in Zürich schon. Oder? Mhm. Also sind wir im Koffer gehabt und dann bin ich auf dieser Mauer. Gut. Dann zurück auf Peking wieder mit dem Büsli. Den nächsten Tag sind wir dann in Hongkong. Hongkong, Sydney, den zweiten Tag da in den Three Sisters, das ist so ein Gebilde in Australien, haben wir angeschaut. Dann sind wir Auckland, da sind wir, glaube ich, eine halbe Stunde gewesen, Bus liegen, schnell Stadt angeschaut, wieder zurück. Dann auf Tahiti, Bora Bora, am Schluss nach Amerika gemacht, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, was man halt dort macht, oder? Ja. Und Dings, der heisseste Ort von der Welt, sind wir auch noch gesehen. Das ist Death Valley. Death Valley. Ja, ja. Da habe ich dann auch noch zwei Fotos gemacht in Death Valley. Und dann sind wir noch auf Zürich, Transit, Barcelona, vier Tage Mallorca.
Ja. Ballermann, darum heisst das Buch, die ganze Welt ist Ballermann, wieder zurück und am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja. Aber was war der höhere Sinn gewesen, oder der weniger höhere Sinn von ja, dem Ganzen? Ich eigentlich immer will einen Weltenrausch. Also, ich einfach will den Zustand erreichen, dass du irgendwo auf der Welt bist und nicht mehr weißt, wo du bist. Und das ist dann gelungen. Also, ad absurdum ist dann geführt worden. Das ist 1925, vor 25 Jahren ist das gewesen. Körperlich könnte ich das heute gar nicht mehr. Ist in Las Vegas, oder? Du bist in Las Vegas und dann siehst du plötzlich alle die Orte, die du vorher gesehen hast auf der Weltreise, als Duplikat nachbauen, oder? Ja. Und dann weißt du wirklich nicht mehr, bist du jetzt in Paris oder bist du jetzt in Las Vegas oder weißt Gott was. Also dort hat also dann das wirklich... Also Kick, wo der, ja, das ist ein besonderer Kick. Also du bist dann eigentlich schon in einer anderen Dimension gewesen. Und von jeder Station haben wir einen berühmten Schriftsteller, Martin Walser, eine Postkarte geschrieben. Gut, jetzt eine kleine Zäsur, weil der ist jetzt relativ alt. Er ist wirklich ein Schwergewicht. Was muss man über ihn wissen? Er ist der wichtigste lebende deutsche Schriftsteller überhaupt. Kann man das so sagen? Ja. Günter Grass. Ja, das ist die Liga. Günter Grass und Walser sind die beiden Antipoden. Also dem an der Postkarte geschickt. Ja, dem hast du ihn kennt schon? Nein. Ich also ungefragt? Ja, klar. Postkarte, ja. Es gibt auch Postkarte. Adresse hast du gehabt? Ja, klar. Am Bodensee. Hast du auch können schreiben, Martin Walser, Bodensee, der kommt an. Und das war einfach die Idee gewesen. Ich hatte immer Walser-Roman dabei und irgendwie war die Idee gewesen. In Kapstadt haben wir mal eine freie Minute gehabt. Schreiben wir Martin Walser eine Postkarte. Dann haben wir geschrieben, lieber Martin, Südafrika. Also gerade per Du? Ja, klar. Südafrika. Also das finde ich jetzt relativ frech. Ja, Südafrika ist so, wie du es beschreiben würdest, oder? Das war eigentlich die Ironie gewesen, jemand, der am Bodensee wohnt und so. Herzliche Grüße, Manfred und Matthias. Den Bangkok haben wir geschrieben, China haben wir geschrieben, Barcelona weiss ich noch. Barcelona ist, lieber Martin, Barcelona ist ein Gaudi. Ja. Gaudi ist ja der Architekt. Okay. Und also dann hat er am Schluss hat er dann 30 Postkarten bekommen. Und was ist dann passiert? Der Höhepunkt war dann vom Ballermann, haben wir ihm dann ein Telegramm geschrieben. Lieber Martin, kommen morgen 16.10 Uhr am Flughafen Kloten an, freuen uns, dass du uns abholst. Und, ja, er hat sich dann das, ich glaube, er hat später noch über das geredet, er hat dann gesagt, er hat sich das überlegt, über jetzt den Weltschriftsteller, oder? Aber zugeschrieben hat er noch nicht in selber eine Phase. Nein, er hat ja auch nicht gewusst, wer wir sind. Ja. Aber im Sommer 1996, hat der grosse Martin Walser wirklich immer überlegt, wer schreibt mir da, oder? Dann bei Bekannten angefragt, bei Verwandten, oder? Und irgendwann hat er mir dann später gesagt, hat er resigniert, oder? Das literarische Stalking, sage ich dann, hat er einfach gesagt, ich nehme das als Happening, oder? Ja. Er muss sich das vorstellen. Ich meine, da kommst du Karten über von Bora Bora. Dann, am nächsten Tag eine von Kapstadt, die kommen ja nicht alle im gleichen. Ja. Da kommt eine irgendwie von China, dann eine von der chinesischen Mauer, da kommt eine von Las Vegas. Also das ist einerseits ist das interessant, das ist auch unterhaltsam, aber irgendwie ist es ja auch bedrohlich. Du denkst, es sind zwei Spinner unterwegs. Ja, es hätte. Und wie hat er dann herausgefunden und wie ist denn der Kontakt entstanden? Wir haben dann ein Buch gemacht, die ganze Welt ist Ballermann. Der Manfred hat die Weltreise beschrieben, wie sie hätte sollen sein, oder? Das Ziel wäre eigentlich gewesen, dass man jeder Stadt eine Frau abschleppt. Das ist aber nicht passiert, oder? Und ich habe beschrieben... Also das ist auch relativ ambitiös bei einer Übernachtung. Ja, und im MeToo-Zeitalter kannst du das ja nicht mehr so bringen, oder? Und ich habe eigentlich beschrieben, wie die Weltreise war, als Tagebuch, oder? Eben, dass du nicht in jeder Stadt eine abgeschleppt hast. Und einfach beschrieben, was ich sehe auf dieser Welt. Und dann haben wir die beiden... Die haben ja gar nicht viel gesehen. Die sind ja vor allem im Flugzeug gesessen. Nein, wohl. Du hast natürlich schon gewisse Erkenntnisse. Du hast natürlich dort, heute sind das Internet hat es ja in dem Sinn noch nicht gegeben. Du hast ja gemerkt, dass überall auf der Welt die gleichen Ketten sind, oder? Gucci und weiss Gott was. Wir sind zum Beispiel an einem schottischen Herbstessen in Bangkok. Das war leicht surreal. Also, okay. Es hat schon, also wenn du die Welt anschaust, aus der Sicht des Beobachters, und das ist mein Anspruch, hast du schon gemerkt, es ist etwas Kurioses. Also es war eigentlich dann doch eine Gesellschaftskritik gewesen, nämlich, dass wir eine Art von Globalisierung erleben, wo überall das Gleiche passiert. Es ist eigentlich ein Einheitspreis. Ja, Oktoberfest bin ich irgendwo gewesen, in Thailand. Ja. Es ist, genau. Nein, langweilig, aber auch wieder spannend, oder? Der Ballermann ist überall. Okay. Und das Buch ist dann eigentlich ein grosser Erfolg gewesen. Ja. Also wir haben das Buch rausgegeben, mehr oder weniger in einem Eigenverlag. Und dann haben wir es dem Martin Walser geschickt und ehrlich gesagt, die Idee war, dass er den Prozess macht. Jetzt hat das der Martin Walser genial gemacht. Dass er einklagt, weil kein Erlebnis gehabt. Genau. Hätte ja jeder, der Günter Grass hat das gemacht. Ja. Der Walser natürlich ein genialer Typ, oder? Schreibt zurück, sensationelles Buch und gibt im Stern ein grosses Interview zu dem Buch. Oder?
Und ich bin dann eingeladen worden mit dem Manfred zusammen beim Südwestfunk. Die haben eine stündige Sendung gemacht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Man hat aber das Buch nie dürfen zeigen, weil es ist ja Werbung. Und aus dem heraus hat sich dann eine Freundschaft mit dem Walser entwickelt. Mhm. Oder? Wir hatten dann Lesungen gehabt mit dem Walser. Ja. Und ich bin dann in den nächsten Jahren, glaube ich, 80 Walser-Lesungen gewesen. Also überall, wo ich gelesen habe, den Walser liest, bin ich manchmal auf Leipzig gefahren oder auf Frankfurt oder auf Berlin. Ja. Und der Walser hat mich immer empfangen. Matthias ist auch gut. Also einfach zum Zuhören, ja, ja. Hören, oder ja, was? Ja, sind wir noch also ein Riesenaufwand, immer ja, ja, an die Lesungen gefahren. Genau, sind okay. Wir zu Nacht essen und am nächsten Tag bin ich wieder heimgefahren. Ein Hotel genommen und so. Gut. Also aus dem heraus ist, kann man sagen, eine Freundschaft entstanden. Ist eine Freundschaft entstanden. Ich bin auch in zwei Romanen, bin ich eine Figur und so. Ja. Ja, ja. Das ist das erste Buch gewesen, «Die ganze Welt ist Ballermann». Oder ja, der erste Roman quasi, nachher hast du andere geschrieben. Ja, ich habe eigentlich immer Roman geschrieben. Oder der erste, das war eigentlich eine eigene Erfahrung gewesen, aus der Ich-Perspektive. Und dann habe ich geschrieben, «Der Hammermann». Ich, ja. Eben mit 40 habe ich das Gefühl, ich muss Marathon machen. Bin ich an New York Marathon gegangen und habe einen Marathon-Roman geschrieben. Ja. Gut, ich weiss nicht, ich glaube, wir haben keine Zeit oder müssen alle aufzulisten. Ja, ja, genau. Ich will lieber bei einem ein bisschen tiefer gehen. Ja, ja, sagen wir zum Beispiel bei dem da ein bisschen tiefer gehen. Ich verstehe deine Message. Und zwar hat ja, eben, ich habe es geheim gehabt. Ein, zwei Bücher reingeschaut, das hat mich irgendwie ein bisschen abstrus gedunkt. Aber vorhin hast du schon gesagt, du hast gerade gelesen. Ja, aber ich weiss noch, beim Elvis, glaube hab ich, habe ich mal reingeschaut und gefunden, das ist völlig eine absurde Story, ich komme nicht raus. Im Spiegel gelobt worden, muss ich immer noch sagen, auf der Literaturseite. Ja. Gut, ich sage ja, ich finde das Buch absolut gut. Du bringst mich raus. Also, warte jetzt, dort habe ich es noch nicht so gut. Erstens, ich finde es gut geschrieben, sehr unterhaltsam. Es ist, also das, dass du so eine Geschwindigkeit geschrieben hast, ist auch bewundernswert. Jetzt aber die Story, will ich eigentlich genauer wissen. Also da ist ein Fotograf, der sehr erfolgreich ist, der die schönsten Frauen hat. Und ein Anwalt, der mit dem, du korrigierst mich, wenn ich es nicht so richtig weitergib, ein Anwalt, der mit ihm im Wettstreit ist und ist eigentlich der Loser. Der heißt Pestalozzi. Du hast ja Jus studiert, Dr. Pestalozzi, genau. Und jetzt habe ich in einem Artikel gelesen, dass das eigentlich du bist. Ja. Also der Loser. Der Loser bin ich, ja. Ich komme in einem Roman von Martin Walser, Angstblüte heisst der. 2006 ist der rausgekommen. Kommt der Dr. Beat Pestalozzi vor. Dann schreibt der Walser, der sagt immer ja, wenn ich scheinbar sage. Mit schwarzen Haaren, die hat er schwarze Haare gehabt. Und dann hat mich der Walser angelüht und gesagt, los, ich habe dich im Roman hinein verewigt. Und das sind zwei Seiten. Der taucht plötzlich auf, der Dr. Beat Pestalozzi in München und verschwindet wieder. Und dann plötzlich habe ich gefunden, das wäre ja eigentlich noch eine originelle Idee. Bei Melvis habe ich es auch schon gemacht, aber jetzt beim Venzini habe ich es nochmal gemacht. Ich nehme eigentlich die Figur, die ich bin, nach Walser, nehme ich wieder über in meinen Roman. Oder? Beim Walser ist es eine positive Figur. Eine Welt, in der Pestalozzi möglich ist, kann nichts passieren, schreibt der Walser. Und ich habe ihn dann ein bisschen als fiese Figur genommen, als Gegenstück zum Venzini. Aber wieso, so, wie soll ich jetzt sagen, bescheiden oder sogar ein bisschen sich selber so klein machen? Ich meine, du bist ja unterdessen auf den verschiedensten Ebenen total erfolgreich. Du bist ja kein Loser. Nein, aber ich bin auch nicht Anwalt. Also rund dazu. Ich habe einfach die Figur. Du bist Jurist. Du hast studiert, hast einen Diss geschrieben. Ich habe einen Diss geschrieben. Hast einen Doktortitel, muss man sagen. Dr. Matthias Sackert. Die habe ich auch morgen um 4 Uhr geschrieben. Dort habe ich gemerkt, das Prinzip geht. Okay. Und dann bin ich am 4 Uhr bis um 6:30 habe ich die geschrieben, an den Diss. Und am 7. habe ich duscht. Und am 8. bin ich in Tele Zürich. Und dann habe ich irgendwie einen Skandal im Sperrbezirk mit der DJ-Kamera. Was wir dort gemacht haben, oder? Ja, genau. Aber nochmal, du bist eigentlich nicht der Loser. Und du bist auch nicht ein Spiesser. Das ist ja, ein Zürcher Anwalt. Das bist ja du bin ich. Ja, du bist gut, ja völlig das Gegenteil. Ja, Du bist ein relativ unkonventioneller, relativ wilder Lebemann. Also das hat mit dem Stierigkeit fast nichts zu tun. Ja gut, aber du musst ja, wenn du ein Buch schreibst, musst du ja zwei Prototypen nehmen. Oder du hast die positiv besetzte Figur, das ist der Venzini, und sein Gegenspieler. Ja. Oder? Und die Idee ist eigentlich gewesen, als ich zu dem Roman kam, ich bin vor zwei Jahren nach Venedig und bin mit dem Wassertaxi, das musst du unbedingt mal machen, von Mestre nach Venedig fahren. Oder? Kostet ein bisschen etwas. Venedig, was kostet das? Ich glaube 120 Franken, okay. Ich weiß es nicht. Aber du fährst da mit dem Taxi
direkt in die Stadt hier, oder? Und irgendwie bin ich in einem Taxi hinein, in dem Wassertaxi, oder? Der Vater mit seinem Superbötli. Da habe ich gedacht, das ist ein genialer Anfang vom Roman, oder? Mhm. Und wer nimmst du da? Mhm. Venzini wäre die beste Figur, also der Venzago, ja. Mhm. Und irgendwie, ja gut, was könntest du machen? Ja, der wird verfolgt von einem anderen Wassertaxi. Und wer könnte das sein? Der Pestalozzi. So hat eigentlich der Roman angefangen. Oder? Okay. Und der hat sich dann eigentlich beim Schreiben entwickelt. Ja. Gut. Und dann erzähl doch vielleicht so ganz, kann man das in zwei, drei Sätzen erzählen, ja, was ungefähr Geschichte, also Geschichte ist, dass man vielleicht das Ende, genau, verratet. Ja, Geschichte ist eigentlich die, der Venzini kommt ein SMS über, darum SMS an Augusto Venzini, er müsse dringend nach Venedig, oder? Und er ahnt dort schon, das ist eine komische Geschichte, aber er weiss, er muss das machen. Und der Venzini hat so ein Comeback gehabt als Fotograf, wie er ist der einzige Fotograf gsi, wo der Brand von der Notre Dame fotografiert hat. Oder er war in Paris gsi mit seiner Partnerin, der Juliana, der Russin. Und dann plötzlich hat er auch ein SMS bekommen, er müsse runtergehen zur Notre Dame und einfach mal warten, was passiert. Und dann ist er dort runter, er hat einfach den Instinkt gehabt, als Reporter hat man ja, manchmal weiss ja einfach, es passiert etwas, oder? Und muss ich ja sagen, nochmal Klammern zurück. Wenn ich sage, ich ahne, was der Blocher sagt. Das ist einfach ein Reporterinstinkt, oder? Früher habe ich auch gewusst, wenn ich dort warte, passiert irgendetwas, oder? Mhm. Nach 1000 oder 2000 Tele-Zürich-Beiträgen. Ich habe einfach gewusst, wenn ich da warte, passiert irgendetwas. Mhm. Und in der Hälfte von der Welt ist das auch passiert, oder? Und Venzini ist gleich gegangen. Er hat gewusst, auf Venedig, da passiert etwas, oder? Oder auch bei den Notre Dame, da passiert etwas, oder? Und das ist eigentlich der Auftakt von dem ganzen Roman. Okay. Also es lebt eigentlich von diesen beiden Figuren. Das der eine ist der Star, der nachher am Schluss auch die schöne Frau hat, wo, ja es hat dann, nicht, es sagen oder nicht. Nein, aber, nein, musst du auch nicht sagen. Genau. Es hat dann natürlich schon ein paar Kapriolen zwischen denen, ja, und der Brand von der Notre Dame wird dann noch gelöst, oder? Ja, genau. Also was du eigentlich machst, ist, du nimmst Sachen, die du erlebt hast, zum Beispiel jetzt der Brand von der Notre Dame oder deine Fahrt in Venedig. Oder du bist ja an die Trump-Veranstaltung gegangen, wo der Donald Trump Wahlkampf gemacht hat. Ja. Du bist eigentlich immer sehr gerne an so Ort gegangen, im Moment, wo Geschichte passiert ist. Und da muss ich sagen, da hast du ein gutes Feeling gehabt, enorm. Du bist beim Fall von der Mauer bist in Berlin gsi, gell? Ich bin eine Woche vorne da gsi. Ich bin aber da bei der Deutschen Einheit gsi, ja, und bin dann beim Egon Krenz daheim gsi am Tag, nachdem Deutschland vereinigt worden ist. Ja. Egon Krenz ist der... Das Nummer 2 gsi. Ja, ist der Generalsekretär gsi. Ist der, der Honecker, ja, gestürzt hat. Ja. Und er ist auch der gsi, der bewirkt hat, dass Berliner Mauer fällt. Ja, ja. Ja. Aber was mich unternimmt, ist, du gehst gezielt an so Ort, weil du das Gefühl hast, da passiert Geschichte. Und ich weiss noch, du hast mir erzählt, ich bin an einer Trump-Veranstaltung gsi. Und für dich war klar, der wird Präsident. Ja, in Hörsche ist da gsi, 2016, bin mit dem Manfred Klemian und dem Oliver Prange. Sind wir eigentlich am Trump, wir sind von Chicago auf New York gegangen, oder? Mhm. Und haben ein bisschen geschaut, den amerikanischen Wahlkampf. Mhm. Warum? Ich habe auch den Biden gesehen, muss ich sagen. Also, am Tag nach der Trump-Veranstaltung habe ich den Joe Biden gesehen, damals noch Vizepräsident, schwer beleidigt, dass er nicht gegen Hillary gewonnen hat oder dass sie nicht in Betracht gezogen haben. Das war interessant gewesen. Das ist ein bisschen, Birmingham hat das Kaff geheissen. Mhm. Da sind 100 Leute in einer Schule, ist der Biden auftreten. Und der Biden hätte eigentlich einen Wahlkampf machen für Hillary Clinton und hat Hillary Clinton mit keinem Wort erwähnt. Dann irgendwie, ähnlich wie ich, zum endlos Monolog über seine Jugend angesetzt hat. Der war so beleidigt gewesen, aber er war gleich der Vizepräsident von Amerika. Ja. Und dass der 4 Jahre später, der Donald Trump, der einen Abend vorne einen Auftritt hat in einem Stadion, wo 20'000 Leute gekommen sind, das hätte niemand gedacht. Mhm. Aber du hast für die ja kein Geld mit so etwas. Wieso haben die das gemacht? Ja, wir haben Ferien gehabt und ich habe gefunden, das ist eine spannende Art von Ferien. Und, also das ist für dich ein bisschen lustiger, als an einem Strand liegen. Ja, es war lustiger. Ja. Und der Manfred ist schon mal, der hatte mal ein Stipendium gehabt, weil er ja bei der SPD war. Er glaubt, der Vater von George W. Bush hätte er mal verfolgen bei einem Wahlkampf. Und er hat gesagt, das ist höchst interessant, wir kommen ja auch ohne Probleme hier, oder? Mhm. Und wir sind dann am Schluss an der Wahlkampfparty von Trump in New York. Das war ein riesen Zufall gewesen. Wir sind auf New York, haben eigentlich wollen zu Hillary. Da haben sie uns in die gelassen, weil wir keine Akkreditierung hatten. Und dann haben wir gesehen, ja, der Trump ist irgendwie im Hotel nebenzu. Ja. Wahlkampf, also der gönnt. Hotel. Ja, der gönnt ja höchstwahrscheinlich eh nicht. Ja. Es war nicht sein eigenes Hotel, es war Hilton Midtown. Okay.
Und dann sind wir einfach unten nie gegangen, haben einen Kaffee getrunken und sind nicht mehr rausgegangen. Und am Schluss ist da die grosse Wahlkampfparty gewesen, oder? Und warum hast du, Schweizer Fernsehen ist übrigens nach Washington. Die haben alle gemeint, es sei in Washington, wo Spiel gespielt wird. Das stimmt eben nicht. In Amerika gehst du immer dort an, wo der Kandidat ist. Und sowohl der Trump wie Hillary sind ja von New York. Die haben das gewusst gehabt. Warum bist du überzeugt gewesen, dass der Präsident wird, entgegen allen Umfragen, die gesagt haben, echt der Trump allein? Ja, das ist einfach, wenn du den Trump mal gesehen hast, der hat die Halle gefüllt. Das ist ein Entertainer, oder? Was man in Amerika, oder was man immer ein bisschen vergessen hat, ist 2016. Der Trump war schon in den 90er Jahren einer der berühmtesten lebenden Amerikaner gewesen. Also, das war ein Begriff gewesen, oder? Ja. Jeder hat gewusst, wer der Trump ist, oder? Als Unternehmer, klar. Als Fernsehstar. Als Fernsehstar. Nicht als Politiker, oder? Aber er ist wirklich zu diesen Leuten gegangen. Das ist ja Hillary nicht, oder? Das war in Pennsylvania gewesen, oder? Sag jetzt mal, die armen Siechen gewesen, oder? Wo die Arbeiter und weiss Gott was. The Basket of Deplorables. Genau, genau. Und du hast einfach, wenn du den gesehen hast, wie er auftritt, oder wie er auch rhetorisch ist. Ich wage jetzt einen weiten Vergleich, aber ist ein bisschen ein Frank Sinatra gewesen, oder? Also, der hat schon das Show-Element in sich hin. Und der kann die Leute schon faszinieren, oder? Bei der Wiederwahl, beziehungsweise bei der Abwahl und Wahl von Joe Biden, hast du denn dort, habe ich glaube, gelesen? Ja, habe ich mal gesagt, im Radio 1. Werde ich noch Nein, ich habe mal gesagt, er werde nicht mehr gewählt. Das ist gegen eine Reaktion. Ich bin aber nicht ganz überzeugt gewesen. Also, okay. Ich würde, wenn ich jetzt würde sagen, ich sage immer der Prophet gewesen. Ich habe immer gesagt, Biden schon relativ früh. Ich habe den Eindruck gehabt, die Amerikaner sind übersättigt, oder? Ich bin aber nicht ganz überzeugt gewesen. Und am Schluss habe ich gemeint, der Trump mache ich es nochmal, muss ich fairerweise sagen. Gut, letztes Thema. Müssen wir noch darüber reden, ganz kurz. Du hast ein neues, sehr emotionales Engagement. Du engagierst dich für das Schauspielhaus. Ja. Zürcher Schauspielhaus, wo eine lange Geschichte hat und soll renoviert, nein, nicht renoviert werden, sondern quasi neu gebaut werden. Für sehr, sehr, sehr viel Geld. 115 Millionen. 115 ja. Millionen. Und da findest du es ein Haufen Käse. Ja. Ja, ich habe ja, eben, du hast, ich bin eigentlich ein unpolitischer Mensch. Wie gesagt, Medienbeobachter. Es hat nochmal ein Thema gegeben, wo ich aktiv war. Bei der Sterbehilfe. Ja, habe ich mal ein Buch geschrieben, wo ich gefunden habe, das ist eigentlich aus der Fuge gelaufen. Da müssen wir besser kontrollieren. Ich habe da sehr viel Opposition bekommen. Also auch Schmähbrief und alles, wo alle gesagt haben, das kannst du nicht machen, gegen Exit darf man nichts machen. Aber hinterher haben wir dann auch wieder die Leute angerufen und gesagt, es ist gut, dass du das machst. Darf ich noch, dass wir noch kurz ausholen? Weil das habe ich so explizit nicht gesagt, aber das ist das, was ich tatsächlich denke. Du bist eigentlich ein unpolitischer Mensch. Du interviewst zwar den Blocher, du interviewst den Jean Zirler, du findest die alle toll, bist per Du mit ihnen, aber eigentlich bist du nicht ein politischer Mensch. Ja, ich habe nie das Bestreben gehabt, jetzt in eine Legislative oder eine Exekutive, aber ich bin natürlich... Ja, aber du äußerst dich auch nicht politisch. Jawohl, natürlich schon. Also ich habe ja im Radio 1 eine Kolumne, okay. Da mache ich relativ. Und dann bist du klar der bürgerliche, sagen wir mal, SVP-nähe Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich habe ein Unternehmen in der Stadt Zürich. Ich wohne in Zürich und zahle relativ viele Steuern in Zürich. Okay. Oder? Und ich schaue natürlich die Welt ein bisschen aus dieser Sicht an. Oder? Und ich traue mir das auch zu. Ich laufe jeden Tag. Ich kenne Zürich wirklich sehr gut. Oder? Und ich merke natürlich, es gibt schon viele Missstände. Oder? Die Frage ist jetzt, ob du mit Velo und Subventionen allein eine Stadt, die den Anspruch hat wie Zürich. Zürich hat den Anspruch, eine Weltstadt zu sein. Kannst weiterbringen. Dann bezweifle ich, oder? Das hätte ich aber in diesen Bereichen engagierst du dich nicht politisch. Du hast dich bei der Sterbehilfe nachher zum ersten Mal auch für ein politisches Thema eingesetzt. Und jetzt beim Schauspielhaus zum zweiten Mal. Bei der Sterbehilfe, muss ich sagen, bin ich nicht sehr weit gekommen. Also, ich habe es auch versucht, einmal mit der Kirche zu reden. Das ist so ein Tabuthema, da schauen alle weg, oder? Ich habe ein Podium mal in Luzern, ist das gewesen, vor wenigen Wochen. Und am Schluss hat die Stimmung schon gekippt, zu meiner Gunst. Aber das ist keine Bewegung in dem Sinn. Aber Schauspiel aus ist etwas. Ja. Der Sterbehilfe. Du bist nicht fundamental gegen Sterbehilfe, sondern nicht religiös. Du hast dich hat anfangen zu stören, dass es zu kommerziell betrieben wird. Man muss zu sehr ein Geschäft geworden ist. Ja, es sind ja über 1000 Fälle, oder? Es ist ja mehr als Verkehrstote in der Schweiz. Uns kontrolliert es niemand mehr, oder? Ich meine, Dignitas. Ist das so? Ja, das ist ja so. Dignitas, da weißt du nicht einmal, die geben nicht einmal einen Einblick in die Buchhaltung. Ich als Kleinunternehmer, muss natürlich jeden Rappen ausweisen, oder? Und,
Exit hat, glaube ich, mittlerweile das Vermögen angeschäffelt von 40 Millionen. Mhm. Also, ist eigentlich eine gemeinnützige Organisation. Aber es gibt ja viele Themen. Das könnte dir an und für sich egal sein. Aber ja, das habe ich einfach, ich bin ja dort reingekommen. Ich wollte jetzt aber nicht zu kompliziert werden. Mir hat eine Frau angerufen und die hat mir ein Manuskript gegeben von einem Buch. Und ich habe das Manuskript völlig vergessen. Die hat gesagt, geben Sie das raus, Herr Acker, die finden Sie einen netten Typ. Und dann läutet die mir wieder an, nach einem halben Jahr, Frau Scheppi. Und dann habe ich auch gewusst, das ist Frau Scheppi. Dann habe ich gesagt, Frau Scheppi, es tut mir leid, aber ich kann noch mal schauen, oder wir können Sie ins Internet stellen. Und dann hat sie gesagt, ja, Herr Acker, es hat eh keinen Wert mehr. Sie können machen mit dem Manuskript, was Sie wollen. Ich mache in einer Woche Exit. Und dann habe ich gesagt, ja, Frau Scheppi, das können Sie nicht machen. Wir müssen reden miteinander. Dann sagt sie, dann habe ich noch interessant gefunden, hat sie gesagt, ja, schauen Sie, jetzt geht es nicht, jetzt muss ich ins Mikro. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann Frau Scheppi, jetzt wollen Sie sich umbringen lassen oder umbringen. Und jetzt hat Mikro noch Vorrang. Ja. Wir haben uns dann getroffen. Was war der Grund, dass sie gesagt hat, sie will aus dem Leben? Sie war einsam gewesen. Aber sie ist gegen 80 gegangen. Aber nicht jetzt tödlich krank? Oder? Nein, oder das war alles nicht gewesen. Also im Prinzip, wenn man es ganz streng anschaut, hat man diese Frau, da haben wir nachher auch Leute von anderen Sterbehilfeorganisationen gesagt, eben die Frau müssen zurückhalten, oder? Aber das war einfach ihren Wille gewesen. Sie hat wollen Sterbehilfe machen. Das hat dich schockiert. Ja, das hat mich ein bisschen schockiert, oder? Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert bei diesem Thema. Und einfach gefunden, ich bin auch ins Volkshaus gegangen, an eine Exit-Veranstaltung. Da ist mir dann schon kalter Rücken abgelaufen, oder? Also da hat es dann so eine Eigendynamik gehabt. Und da hat auch niemand mehr, wenn du jetzt sagst, kritisch hinterfragt. Da hat auch niemand mehr kritisch hinterfragt, oder? Und ganz kurz, mein Vorwurf ist, es schauen alle weg bei der Sterbehilfe. Früher hätte eigentlich immer müssen ein Staatsanwalt bei jedem Fall dabei sein. Passiert heute nicht mehr. Heute ist noch ein Polizist dabei. Im Kanton Tessin nicht mehr einmal mehr da. Also da ist ein Arzt. Aber es ist ja sehr, sehr ein langer Kampf gewesen, dass man das einigermaßen akzeptabel dann auch hat können machen, hat dürfen umsetzen und ist ja auch eine Errungenschaft, dass Leute, die unendlich Schmerzen haben, die schwer krank sind, auf diese Art können aus dem Leben scheiden. Ich kann eigentlich auch nicht mehr über das Thema reden, aber du gehst, nur ganz kurz, man geht ja immer von dem Extremfall aus, aber es kann natürlich auch jemand, wo 25 ist und Depressionen hat, kann man auch Sterbehilfe machen. Mit einem Gutachten. Mit einem Gutachten. Du sagst, die sind nicht wahnsinnig viel. Nein, und ich meine, das spielt natürlich auch immer ein Problem. Ich wäre ja für ein absolutes Legatverbot, also dass die Sterbehilfeorganisation kein Legat überkommen von Leuten, wo zu pinnen sind, wie da findet also, irgendwo, sie nicht etwas dürfen, derben. Ja, wie da eine Beeinträchtigung stattfindet. Ja. Ich bin ja dafür, dass ein Staatsanwalt das kontrolliert. Also, der Staat muss, Sterbehilfefälle, wo krumm gelaufen sind, die kannst du gar nicht kontrollieren, weil das Opfer ist ja dann weg. Und ich glaube, es ist in Zürich einfacher, eine Bachbusse zu bekommen, weder bei einer Sterbehilfegeschichte Kontrollen ist, oder? Und das war meine Kritik. Danke. Ich finde es gleich wichtig, dass wir noch schnell einmal haben können, eine Runde drehen können, sonst steht das einfach so im Raum. Jetzt ist es für mich auch plausibel. Ja, es ist nicht eine religiöse, es ist eine juristische Geschichte, oder? Ich meine, jede gute Errungenschaft kann natürlich auch auf eine Seite pendeln, wo es dann auch wieder extrem ist, oder? Und ich glaube, gerade in diesem Bereich, oder? Sterbehilfegesetz wird so als Ausbund von einer liberalen Lebenshaltung angeschaut, oder? Und ich glaube, gerade in diesem Bereich hat der Staat, ich bin ja nicht grosser Freund, ich finde, der Staat soll sich in vielen Bereichen zurückhalten. Aber gerade da soll der Staat eine Kontrollfunktion übernehmen. Gut. Jetzt reden wir aber doch noch über Schauspielhaus. Ja, Schauspielhaus ist etwas anderes. Also, das hat dich plötzlich angepackt. Ja, das hat mich gepackt. Hast du das Komitee gebildet, sind ein Haufen Prominente drin. Und dort machst du relativ viel Wirbel. Und ich fange gerade mit der kritischen Frage an. Ich habe einen Anlass gemacht gehabt. Toll, oder? Wo man referiert hat, warum man das Schauspielhaus mit seiner Tradition nicht abbrechen darf und etwas Neues herstellen. Und dann hat die NZZ geschrieben, es sei ein unangenehmer Moment gegeben, weil der Intendant, der Co-Intendant, hat sich zu Wort gemeldet und hat das auch interessant gefunden, dass sie den Vorschlag machen und so. Und dann sagst du relativ aus der Rolle gefallen, ungeschickt und aggressiv. Und habe ich gedacht, dort ist es irgendwie schief gegangen. Ja, in der FAZ ist das auch beschrieben worden, dort haben sie es gut gefunden. Die Situation war folgendermaßen. Ich habe das Komitee mitgegründet
mit alten Linken. Ich hatte Peter Lesch unter anderem, Bruno Kammerer, das war der Erfinder vom Bachplatz-Kompromiss in Zürich. Also, sein Vater hat noch den Lenin von Bern nach Zürich gebracht, oder? Hat noch immer einen Tisch daheim. Bruno Kammerer, ein verdienstvoller, wirklich sehr verdienstvoller Zürcher SP-Politiker. Martin Futter, der Werbefilmregisseur, Kondor, Sohn von Anne-Marie Blanc, das Komitee gegründet. Und, wir haben das auch gut auf den sozialen Medien beworben. Ich habe Leserbrief geschrieben, auch bei uns auf dem Portal. Und dann ist das wirklich ein Riesenerfolg geworden, oder? Mhm. Und ich muss fairerweise sagen, vorhin ist der Heimatschutz schon gegen den Abriss gewesen. Ja. ETH-Professoren sind dagegen gewesen. Schmuddelparteien vom Parlament sind dagegen gewesen. Also sind Schmuddel, also die beiden Pole. Ja, quasi. Alternative Liste und SVP, oder? Aber ich habe dann gefunden, wir müssen das breiter machen, oder? Mhm. Wir müssen aus dem eine kleine Volksbewegung machen. Und das hat gut funktioniert. Also, von links bis rechts, alles hat Martin Wallers hat unterschrieben, der Ziegler, der Samir hat unterschrieben, der Rudi Mitella, der das Restaurant hat dort, viele bekannte, Hanna Scheuring, etc. Also, quer genau. Durch die politische Landschaft. Und natürlich haben sie gesagt, der Blocher ist dahinter, war überhaupt nichts zugegeben mit dem Blocher. So. Und dann gemerkt, ich komme da schon. Wieso hat man gesagt, der Blocher ist? Ja, wegen mir natürlich, oder? Ja, gut, klar. Ja, das wäre jetzt neu, dass sich der Christoph Blocher für das Schauspiel engagiert. Ja, er ist, glaube ich, gleicher Meinung, aber ist auch nicht auf der Liste. Aber spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall, ich habe dann gemerkt, hochemotionales Thema, 115 Millionen. Frau Mauch wollte das unbedingt abreißen. Mhm. Und dann hat sich da ein riesen Grabenkampf gegeben. Und dann haben wir eine Pressekonferenz gemacht. Ich habe dann gefunden, oder meine Leute haben auch gefunden, wir müssen die Komitees zusammenbringen. Und dann haben wir das eigentlich im Schauspielhaus machen. Und die haben kein Interesse gehabt, dass wir das sind. Nein, der Intendant hat gesagt, er hätte euch gerne angeboten, aber ich habe ihn nicht gefragt. Ja, das stimmt nicht ganz. Also, ja. Was heißt, Intendant, nicht ganz? Ja, einer von uns hat gefragt gehabt. Mhm. Und dann sagst du immer nicht gegangen. Okay. Also haben wir mir gesagt. Gut. Spielt keine Rolle. Mhm. Der Intendant war gar nicht eingeladen gewesen. Der Intendant ist dann aufgestanden und hat dann relativ lang geredet. Mhm. Und dann hat der Kuck, das war sein Vorvorgänger, hat dann gesagt, aber ich habe den Eindruck, es sind dann zwei Intendanten gewesen, die aufeinander los sind, ich habe den Eindruck, es wird weniger gespielt früher und bla bla bla. Und dann hat der jetzige Intendant, wo sich auch nicht angemeldet hat, hat dann wieder das Forum genommen und hat gesagt, Herr Kuck, Sie verstehen nichts vom modernen Theater und ich nehme Sie gerne mal mit ins Theater. Okay. Und irgendwann habe ich gefunden, das läuft jetzt in die falsche Richtung. Oder? Wenn jetzt das Schauspielhaus gibt sich so eloquent, wir reden mit allen und am Schluss bleibt wirklich der Eindruck, dass eigentlich das die Netten sind und wir sind die weissen alten Männer, die das abreißen wollen. Und dann habe ich zu dem noch gesagt, vielleicht ein bisschen aggressiv, Sie müssen schauen, das ist jetzt eine Veranstaltung vom Gegner. Und ich finde das relativ unanständig, wenn Sie jetzt den Platz hier okkupieren. Okay. Und Sie müssen eins verstehen, jetzt kommt noch der Satz, und der ist eigentlich der entscheidende Satz, der hat den Pfatz noch einmal positiv zitiert. Die Zürcher wollen diesen Saal einfach nicht abreißen. Es geht um Folgendes, oder? Okay. Gut, das weiß ich ja nicht. Ja, ja, klar. Das hast du jetzt Sie haben, ja, ich, ja, nein, ich also, es hat dann noch einen Streit. Die Zürcher, das, ja, ja, das hat noch keine Abstimmung gegeben. Nein, es hat noch keine gegeben, aber es hat ein Streitgespräch gegeben im Tagesanzeiger, wo sie mich auch eingeladen haben. Genau. Wo ich auch wieder gesagt habe, der alte, traditionelle Saal, so Säle gibt es eben nicht so viel, wo die ganze Emigrantengeschichte war, wo der Ort war, wo Dürrenmatt, Frisch, Brecht, Premiere hatten, ein historischer Ort, in Zürich gibt es nicht so viele historische Orte, das soll man erhalten. Und dann hat der David Scherer, das war der Gegenpol, nachher hat der Dagi eine Umfrage gemacht, da sind 70% eigentlich für die Erhaltung des Saals. Ah, gut, das habe ich mitbekommen. Und ich habe dort einen Satz gesagt, Dürrenmatt statt Odermatt. Ja. Der Odermatt ist ja der Hochbauvorsteher. Der Stadtrat, der Plan mitentwickelt. Angeblich. Ja, okay, gut. Also, wir können jetzt da lang diskutieren, weil es gibt auch Argumente natürlich dafür, nämlich technische Argumente, dass man mehr Platz hat, dass man moderne Infrastruktur hat. Ja, aber dann kann man ja alles lösen. Ja, jetzt muss ich noch einen Satz. Nein, das kann man lösen, aber ich will gar nicht. Ja, sag. Das Kongresshaus ist ja das beste Beispiel, oder? Das Kongresshaus hat man auch neu machen mit einem spanischen Stararchitekt. Das war ein guter Freund, der mit mir in die Kante gegangen ist, der dort hätte den Umbau machen sollen. Dann haben die Zürcherinnen und Zürcher gesagt, das wollen wir nicht. Mhm. Ich sehe Frau Stadtpräsidentin Mauch, die sagt, wir sind stolz, dass der Bau so erhalten ist. Mhm. Dann das Fischer-Restaurant am Tag darauf ist auch eröffnet worden, im Stil von 1939. Fischer-Stube. Da kommt der Odermatt und sagt, das ist so toll, man hätte die Landi-Architektur erhalten können. Das ist doch meine Frage, warum?
Ja. Erhalten wir das Kongresshaus und die Fischerstube. Aber ausgerechnet, der historisch wertvollste Ort, nämlich den Pfauen, den wir zerstören. Gut, aber warum ist jetzt das so wichtig für den Matthias Ackeret? Warum stürzt du dich jetzt mit Werf in diese Schlacht? Und ich mache eine These, ist eine fiese These. Ja, ich weiß schon, was kommt. Ja. Was kommt? Ja, wie ich gemerkt habe, dass das ein grosses Thema ist. Ja, ja, weil ich glaube, dass das eine grosse Bühne ist, wo du jetzt die kannst. Vielleicht etwas, ja. Vielleicht etwas. Das streite ich nicht einmal ab. Aber ich finde es auch schade, wenn man es abreißt. Ich muss einfach sagen, ich bin zwar im Zürcher Wieland aufgewachsen, wohne aber jetzt 35 Jahre in Zürich. Mhm. Und wie gesagt, Firma, alles war in Zürich in meinem Leben. Das meiste auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach ein Teil von dieser Stadt. Und ich bin überzeugt. Ich bin wirklich überzeugt. Wenn man den Pfauen abreißt, wird sie 5 Jahre oder 10 Jahre heissen, wie hätte man nur können. Was denkst du, wann wird sich das konkret entscheiden? Ja, ich hoffe, dass es relativ schnell geht. Also, es ist ja jetzt in einer Gemeinderatskommission. Mhm. Eigentlich hat der Gemeinderat noch entscheiden. Jetzt im Februar sind ja Wahlen, oder? Und ich befürchte im Moment, dass man das irgendwie nach den Wahlen thematisieren will. Man will das nicht zu einem Wahlkampfthema machen. Ja. Ich wäre froh, wenn es relativ schnell im Stadtrat, also im Gemeinderat käme. Aber am Anfang sind alle natürlich mehr oder weniger dafür gewesen. Jetzt, die FDP ist auch dagegen. Grünliberale weiss ich nicht. Grüne sind mehrheitlich, glaube ich, mittlerweile auch gegen den Abriss. Die SP ist hinter der Form auch. Also es könnte eine relativ knappe Geschichte werden. Aber ich vermute, man will das einfach nicht zu einem Wahlkampfschlager machen. Und das finde ich schade. Also es wäre im Sinn von einer politischen Ehrlichkeit, Redlichkeit und Transparenz, wenn man jetzt würde über das debattieren. Also, nichtsdestotrotz, ich finde es toll, dass du dich engagierst. Deinen Namen suche ich immer noch in deinem Komitee. Ja, ich habe mich noch zu wenig. Ja, ich tue nicht einfach so schnell sagen, ja, klar, das ist in der Kriegszeit ein wichtiger Ort gewesen, den müssen wir bewahren. Es gibt eine Abwägung und die muss ich nachfragen. Ja, ich glaube, es läuft jetzt vieles dafür. Also, das Kongresshaus ist ein Argument. Auch die ganze Bürle-Diskussion im Kunstschuss, wo man sagt, eben, der Waffenlieferant von den Nazis, da kann man nicht gut ein Immigrantentheater abreißen. Da würde, glaube ich, für die rot-grüne Regierung doch ein schlechtes Licht auf sie werfen. Sind wir doch sehr, sehr gespannt. Und vielleicht gibt es wieder mal eine Gelegenheit, wo wir uns können unterhalten können. Danke vielmals, Matthias, für das wunderbare Gespräch. Alles Gute. Danke, dass du da gewesen bist.